Liebe Fraktion, lieber Stream, wir können die heutige Fraktionssitzung am, was haben wir heute? Heute ist der 9. Juni 2015 um 10.10 Uhr eröffnen. Begrüße euch alle ganz herzlich an diesem flauschigen, sonnigen Tag mit viel Seeluft draußen, auch zum Gucken geeignet. Steigen wir direkt ein in die Tagesordnung, die euch im Pad ersichtlich vorliegt. Gibt es zur Tagesordnung irgendwelche Anregungen, Ergänzungen, Fragen? Michel, bitteschön. Ihr werdet das sicher schon gesehen haben. Ich habe gestern direkt nach der Vorstandssitzung, wollte ich natürlich sagen. Das klackert im Stream, wenn du das machst. Das ist schön für den Stream. Ich habe direkt nach der Vorstandssitzung im Bereich Sonstiges noch ein paar Punkte hinzugefügt, die eigentlich letzte Woche von Daniel aufgebracht wurden, wo gesagt wurde, die werden übernommen, die dann aber nicht auf der Tagesordnung aufgetaucht sind. Ich hoffe, dass wir da heute dann trotzdem zukommen. Ja, steht unter Sonstiges. Hatten wir gestern alles. Ich sage es mal für den Stream. Ich habe alles hingeschrieben, wo ich der Meinung war, der Daniel kann das ja dann auch entsprechend machen, nicht machen, wie auch immer, wo ich der Meinung war, dass das irgendwie nicht in der Tagesordnung aufgetaucht ist. Wieso eigentlich nicht? Keine Ahnung, wir haben einen Copy-Paste-Fehler. Ganz offensichtlich ein Copy-Paste-Fehler, denn wir haben die Punkte, die in der E-Mail von letzter Woche drin waren, gestern alle innerhalb der Vorstandssitzung abgehandelt und auch selbstverständlich gesagt, dass diese heute drin sind. Michel, danke schön, dass du diesen Copy-Paste-Mistake da offenbar behoben hast. Sei es drum, ist selbstverständlich drin, klar, so wie auch letzte Woche angekündigt, dass wir das machen. Birgit, bitteschön. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob unter Personal ja was Moni da stehen hat, ob da das ist, was ich, also mein Punkt, oder wo ist der? Der mit der Referentin, was geklärt werden sollte bis heute. Okay. Gut. Gibt es weitere Fragen, Ergänzungen dergleichen? Offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir die Tagesordnung so abarbeiten und kommen zum Tagesordnungspunkt 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben derer 3, eine Kurzvorstellung des Abschlussberichts Ehrenamtskommission. Das sollte der Frank machen. Er wird da sicherlich noch irgendwann eintreffen. Er hatte dafür noch mehr Zeit, als hier drin ausgewiesen ist, nämlich 45 Minuten angesetzt. Wir haben eine Personalie oder mehrere Personalia Moni für 10 Minuten angesetzt und Bericht BPT Die Linke Daniel Schwert. Wir wissen natürlich nicht, ob er noch kommt. 10, 20 Minuten angesetzt. Stimmen wir über die Durchführung der nicht öffentlichen Teile ab. Wer ist für die Durchführung dieser nicht öffentlichen Teile? Wer ist gegen die oder wer enthält sich? Lukas, wie sieht es mit dir denn aus so? Ich frage einfach. Ah, du warst dafür? Hast du ganz kurz auch dann einstimmig angenommen. Morgen Toso. Für sich gemobbt, okay, gut. Nein, dann haben wir also die eben aufgeführten nicht öffentlichen Teile am Ende der Sitzung bzw. nach der Durchführung des öffentlichen Teils. Wir kommen zum Top 2, Bericht des Vorstands der Pressestelle. Und wie es bei uns Tradition ist, beginnen wir mit der Pressestelle. Lieber Ingo, bitte sehr. Schönen guten Morgen. An aktuellen Themen beschäftigen uns in dieser Woche vor allen Dingen der Innenausschuss am Donnerstag, Thema Herford. Da gibt es auch bereits großes Medieninteresse. Werden wir heute schon die ersten Interviews zu führen. Dann außerdem unsere Anträge zu dem Register Videoüberwachung, Whistleblower und die Abschiebungshaft. Am Mittwochmorgen wollen wir uns kurz dem Integrationsausschuss widmen. Da sind auch die Flüchtlinge Thema. Ansonsten pushen wir diese Woche das Fanhearing heute Abend. Donnerstagabend ist unser Themenmumble. Da müssten wir uns gleich, aber das glaube ich, haben wir separat nochmal drauf, um ein Thema nochmal Gedanken machen. Und am Freitag haben wir Antragsmumble, routinegemäß.
Ich sehe da allerdings eine kleine Terminkollision mit dem Jugendlandtag, weil der ja am Donnerstag bis Samstag stattfindet hier im Haus. Auch das werden wir noch mal thematisieren in der PR. Wir haben für Freitagabend einen Fotografen engagiert, der Fotos von dem parlamentarischen Abend macht. Wir stellen uns da Pärchenfotos vor, also der richtige Abgeordnete zusammen mit den Jugendabgeordneten. Das wäre natürlich total dufte, wenn wir dann, stell dir vor, alle 19 Abgeordneten vor der Linse hätten, was ich problematisch sehe, wenn wir parallel unseren Antragsmumble-Termin haben. Da würde ich gerne auf diesen Terminkonflikt hinweisen und euch das anheimgeben, da zu entscheiden, was ihr denn nun machen wollt. Ansonsten hatten wir am vergangenen Wochenende das kommunale Vernetzungstreffen. Da war ich ja auch vor Ort und habe eine Präsentation gemacht, unter anderem. Zwei kleine Feedbacks würde ich euch da gerne mit auf den Weg geben. Das eine ist, bei der Brainstorm-Phase ist von einigen Piraten die Tatsache genannt worden, dass sie versucht hatten, Kontakt mit uns aufzunehmen und E-Mails geschrieben haben und seitdem auf Antwort warten. Jetzt in dem einen speziellen Fall oder in den speziellen genannten Fällen, das jetzt nachzuvollziehen, ist sicherlich müßig, wollen wir trotzdem versuchen, aber vielleicht einfach nur so ein Hinweis, wenn E-Mails kommen, dass man da halt eben dann versucht, auch darauf zu antworten. Das wäre total dufte, weil dann fühlen sich die, zumindest auch die Basispiraten, besser integriert. Der zweite Wunsch ist, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, ein Kalender, ein Online-Kalender, ein gemeinsamer Kalender, zumindest eine Termin, ich gebe das einfach nur weiter, ich bin Proxy, steinigt nicht mich. Ja, das sowieso. Kennen wir. Trotzdem versuche ich, den Satz zu Ende zu sprechen. Also Sie hätten zumindest gerne eine Übersicht, wann unsere Sitzungen stattfinden. Das kann man sicherlich auf der Internetseite einstellen. So regelmäßige Termine wie jetzt Antragsmumble, Themenmumble und Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Vorstandssitzungen, das kann man sicherlich so grundsätzlich, also jeden Dienstag um 10 auf die Internetseite stellen. Aber wie gesagt, der Wunsch, stell dir vor, es würde realisierbar sein, wäre halt eben ein Online-Kalender. Auch das möchte ich einfach mit auf den Weg geben. Und damit wäre ich... Achso, und die Präsentationen von dem KVT und auch die Videomitschnitte werden wir in Kürze online stellen. Das in Kürze verzögert sich leider noch ein bisschen, weil die Bearbeitung der Videos, vor allen Dingen der Mitschnitte der einzelnen Präsentationen, sehr aufwendig ist. Da ist Jaroslav aber dran. Er hat aber gesagt, er braucht noch ungefähr, also mindestens diese Woche, eventuell sogar noch nächste Woche, bis er alle Präsentationen technisch bearbeitet hat, sodass sie dann online gestellt werden können. Das war's. Achso, halt, eins habe ich noch vergessen. Man müsste meine eigene Schrift lesen können. Twitter-Passwort. Wir haben ein neues Twitter-Passwort, was ich jetzt in Kürze einstelle. Und traditionell werde ich wieder das ausdrucken und jedem MDL, sofern möglich, persönlich übergeben. Fertig. Vielen Dank, Ingo. Der Daniel hat eine Wortmeldung, bitte. Ja, zwei Dinge. Zum einen eigentlich nur an alle, die in irgendeiner Form beteiligt waren, für Samstag ein herzliches Dankeschön für das kommunalpolitische Vernetzungstreffen. Ich konnte selber nicht vor Ort sein, fühlte mich aber zumindest gut informiert, was die Veranstaltung anging. Also gerade auch, dass ja hier Korallenherz da so ein bisschen intensiver auch drüber getwittert hat, Ingo selber auch da war. Also ich fand es echt ganz gut. Man hat ein bisschen was von der Veranstaltung mitgekriegt. Auch die Videos und so weiter, die dazu gemacht wurden. Jetzt, ob man immer den Tor so die ganze Zeit da im Bild haben muss, weiß ich halt nicht. Aber der ist ja irgendwie jetzt da, der Abgeordnete halt. Also ich fand das tatsächlich schön, so viel als Feedback dazu. Zu Jugendlandtag Freitag und Mumble-Fraktionssitzung, ich werde das auch irgendwann heute noch, weiß ich nicht, unter Sonstiges oder sowas mit ansprechen wollen. Ich fürchte, wir sollten halt das Fraktionsmumble, was ja sowieso irgendwie in so einem veränderten Status jetzt irgendwie ist, dann halt wohl ausfallen lassen. Also ich fände es bitter, wenn das Fraktionsmumble irgendwie allzu gut besucht wäre, weil wir sollten alle irgendwie eigentlich hier sein bei diesem parlamentarischen Abend mit den Jugendlichen.
Also Prioritätensetzung an der Stelle, würde ich sagen, hat dann Priorität A eine Veranstaltung, die halt nur einmal jährlich stattfindet. Und ich glaube, für uns Piraten irgendwie wichtig ist. Also ich bin ja nach wie vor überzeugt davon, dass junge Menschen so irgendwie tendenziell eher unsere Wählergruppen sind. Der Olli. Da du es jetzt sozusagen aufgegriffen hast, das Thema mit dem Freitag, denke ich, sollten wir es ganz schnell auch zu Ende führen. Es geht ja nicht darum, was wichtiger ist, welche Veranstaltung, aber es passt halt nicht zusammen und ich würde darum bitten, dass wir den Antragsfreitag verschieben. Jetzt die Frage, wohin? Dann kommen wir dann wenn wir es auf den Donnerstag verschieben. Ich finde das gut, dass jetzt die Themen Jugendlandtag, Antragsmambel vorgezogen sind. Wir hätten sicherlich im Rahmen des weiteren Berichts des Vorstands natürlich mehr darauf kommen. Deswegen bin ich euch sogar dankbar, dass ihr das jetzt einfach mal vorweggenommen habt. Der Toso, bitteschön. Und die Moni dann. Ich wollte jetzt thematisch tatsächlich bei dem Pressebericht bleiben, wenn das okay ist. Also von der Außendarstellung war das Kommunalvernetzungstreffen, glaube ich, diesmal besser aufgestellt als das letzte. Wenn Daniel das mit der Twitterei so wahrgenommen hat, ist das gut gelaufen. Und ich glaube halt, dieses Zusammenspiel mit den kurzen Videos, die der Kai Rüßberg da gemacht hat, das war super. Also von daher, das Konzept sollten wir im Hinterkopf behalten für andere Formate auch. Und das muss nicht von den gleichen Personen ausgeführt werden. Aber insgesamt ist das in der Außendarstellung eine gute Geschichte. Das sollten wir weitermachen. Danke, Toso. Moni, bitte. Wir haben nicht viele Anträge. Also wir haben jetzt nicht irgendwie 15 Anträge zu besprechen. Ich sehe da jetzt auch kein Problem drin, die tatsächlich dann nächsten Dienstag zu besprechen. Ich würde jetzt nicht noch den nächsten Termin ans Wochenende da rein. Wenn es da zu dem Punkt Antragsmambel verschieben bzw. ausfallen lassen, in dem Falle wegen zugunsten des einer Teilnahmemöglichkeit Jugendlandtag, verschieben der dann bis dahin, also innerhalb der Antragsfrist eingereichten Anträge, Freitagsanträge, Verschiebung der Abstimmung und Besprechung auf die Fraktionssitzung kommende Woche Dienstag. Ich denke, wenn es da keine weiteren Wortmeldungen gibt, sollten wir darüber abstimmen, dass wir so verfahren. Dann bitte ich jetzt um Handzeichen, wer dafür ist, dass wir so verfahren. Der Lukas hat wahrscheinlich ja ganz kurz aufgezeigt, oder nicht? Gut. Dann, wer ist dagegen? Bei einer Gegenstimme angenommen, dann wird damit diese Woche der Antragsfreitag. Achso, Entschuldigung, wer enthält sich? Entschuldigung, eine Enthaltung durch Olli. Dann wird so verfahren, Freitags Antragsmambel diese Woche fällt zugunsten des Jugendlandtags aus. Alle bis zum Freitag innerhalb der internen Antragsfrist eingereichten Anträge werden demzufolge in der kommenden Fraktionssitzung nächste Woche Dienstag behandelt. Dankeschön. Gut, dann kommen wir nochmal zurück zum Tagesordnungspunkt 1 in den Bereich. Wenn Ingo fertig war, du hast sonst nichts mehr, du warst fertig, danke. Das kommt ja unter Sonstiges, wenn ich das richtig gesehen habe, auch noch einmal. Kommen wir restlicher Bericht des Vorstands. Wir hatten uns gestern auch noch mal mit einem Antrag zu befassen hinsichtlich der Einrichtung oder der Bitte um Einrichtung eines Twitter-Accounts für das Innenausschussteam. Wir hatten das intensiv diskutiert, auch unter Beteiligung von Ingo, der diesbezüglich angesprochen worden war, ob wir jetzt hier einen offiziellen Fraktionsinnenausschuss-Account einrichten sollen, sind unisono zu der Auffassung gelangt, dass wir das nicht tun sollten, sonst müssten wir unter Umständen 20 oder mehr Ausschuss- oder Gremien Accounts gegebenenfalls eröffnen, weil das Interesse daran besteht. Das würde zu einer Zerfaserung, aus unserer Sicht zu einer Zerfaserung der Öffentlichkeitsdarstellung führen und haben uns innerhalb des Vorstands dahingehend abstimmungsmäßig so verhalten, dass wir
diesen Antrag, der nicht als echter Antrag gestellt war, aber die Anregung haben wir natürlich aufgegriffen, dass wir als Vorstand jedenfalls aus den genannten Gründen dagegen sind. Frank, bitteschön. Denn der Antrag kam von Frank und Innenausschussteam. Erstmal Entschuldigung für die Verspätung. Ich musste was. Ja. Komme ich aber genau richtig. Ich habe mich. Ich will jetzt hier keine große Affäre draus machen, aber ich habe das gestern Abend im Protokoll gesehen, habe mich ein bisschen gewundert. Es gibt von uns weder den Antrag, noch wusste ich, dass sich der Vorstand damit so intensiv beschäftigt. Insgesamt finde ich schade, wenn ihr vermutet, dass das ein Antrag ist von uns, dass keiner mal fragt, uns zum Beispiel, von euch, also wenn ihr darüber spricht, dass wir da nicht irgendwie zu befragt werden, was denn da der Hintergrund sein könnte, dann hätte sich wahrscheinlich herausgestellt, dass das alles gar nicht gibt. Wir haben vor Wochen oder vor Monaten mal darüber gesprochen, wie wir denn im Ausschuss diskutieren und gleichzeitig twittern. Und dann hieß es, dass der Fraktionsaccount nur von MDL benutzt werden sollte. Im Zusammenhang war mal sowas angedacht, aber völlig verworfen. Also ich verstehe das nicht. Gibt es nicht. Na ja, gut, also wir haben unter Berücksichtigung des Umstands, dass Ingo als unser Pressesprecher nun mal auch regelmäßig an den Vorstandssitzungen teilnimmt, das an ihn gerichtete Anliegen aufgegriffen, weil Ingo ja in irgendeiner Form darauf reagieren muss und er kann es von sich aus nicht ohne weiteres tun, wenn es um die Frage der Einrichtung offizieller Accounts geht. Also offizieller mediale und sonstige Öffentlichkeit gerichteter Auftritte, genau. So, und wie auch immer, hat das selbstverständlich auch eine Relevanz im Zusammenhang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowohl der Fraktion, wie aber auch übergreifend, natürlich ohne darauf einwirken zu wollen, persönlicher Mitarbeiter, die dann gegebenenfalls eben mit in den Sitzungen sitzen und dann eventuell auf offiziellen Kanälen der Fraktion entsprechende Verlautbarungen rauslassen. Und da sind wir da eben der Auffassung, dass das nicht passieren soll, dass also hier auch das Presseteam insofern nicht bei teilweise auch mehreren Ausschusssitzungen pro Tag, parallel stattfindenden Ausschusssitzungen pro Tag etc. in einer Weise gebunden werden kann und soll, ohne dass hier eine klare Linie verfolgt wird, was auch Schwerpunktsetzung und dergleichen angeht. Also deswegen, wie eben auch dargestellt, aus den genannten Gründen der Vermeidung von Zerfaserung der Öffentlichkeitsdarstellung, haben wir eben als Vorstand dem Ingo das No-Go gegeben, insofern als er sich dann vor dem Hintergrund der Deckung seitens des Vorstands euch gegenüber auch äußern konnte, weil vorher kann er das nicht. Er kann nicht einfach sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Es macht schon Sinn, die Öffentlichkeitsdarstellung eben, und deswegen behandeln wir es ja auch hier in der Fraktionssitzung, zunächst mal dann wie angeregt in der Vorstandssitzung zu behandeln, um es dann hier auch in die Öffentlichkeit zu bringen, so wir das eben für öffentlichkeitswirksam halten durften. Und von daher bitten wir einfach darum, das insoweit zu respektieren, es sei denn, es wird hier ein anderweitiger Frank-Antrag gestellt, dass anders damit verfahren werden sollte. Dann bitte ich dieses aber dann zu gegebener Zeit fristgemäß beim Vorstand zu beantragen, damit das dann in einer weiteren Tagesordnung dann berücksichtigt werden kann. Heute jedenfalls nicht. Danke. Frank. Ja, da so viele öffentlichkeitswirksame Worte nun gemacht worden sind, möchte ich noch einmal zusammenfassend sagen, es gibt keinen Antrag für einen solchen Account. Es gab keinen, es gibt keinen. Und insofern ist es halt für mich etwas verwunderlich, dass wir nicht angesprochen worden sind, wenn so intensiv darüber gesprochen wurde gestern zum Beispiel. Gut, Frank, dann sei bitte no hard feelings, wenn ich bitten darf. Es ist hier nicht böse gemeint, es ist gegen niemanden gerichtet, es ist auch gegen keinerlei Arbeit gerichtet. Es ist einfach nur so, dass es gestern eben in der Vorstandssitzung aufploppte. Da sind wir natürlich dann, wenn es darum geht, auch eine öffentliche Darstellung umzusetzen, die ja umgekehrten Fall auch gegebenenfalls für sinnvoll gehalten worden sein könnte. Ja, ist aber eben hier nicht. Und von daher, da auch kein Antrag vorliegt, glaube ich, könnten wir den Punkt jetzt insofern
verlassen. Wenn du das möchtest, dass wir, oder wenn ihr das möchtet vom Innenteam, dass wir das nochmal behandeln, dann seid einfach so gut und kippt das nochmal bei uns rein und dann können wir es gerne nochmal tun. Aber ich glaube, dass die bisher gegebene Begründung ausreicht, dass wir es vielleicht dann doch besser lassen und wir können da gerne nochmal bilateral darüber sprechen. So, wir hatten im Bereich der Vorstandssitzung was. Also zunächst mal möchte ich natürlich auf das Protokoll der Vorstandssitzung von gestern verweisen, welches ebenfalls auf unserem PET-Server öffentlich einsehbar ist unter pet.piratenfraktion-nrw.de. Daraus hervorzuheben war an dieser Stelle auch, dass wir uns mit den einzelnen Punkten der E-Mail von Daniel Lüngel von letzter Woche, kurz vor der Fraktionssitzung letzter Woche, befasst haben in den einzelnen Punkten. Dazu kommen wir jetzt nach der Anregung von Michel und so, wie es beschlossen ist, unter Sonstiges dazu, zu den einzelnen Punkten. Was haben wir noch? Ansonsten ist unseres und meines Erachtens alles in der Tagesordnung von heute verarbeitet. Falls es also Fragen im Moment gibt zur Durchführung oder zu den Themengebieten, die innerhalb der Vorstandssitzung gemäß Protokoll aufgeführt sind, bitte ich um entsprechende Wortmeldung. Das ist offensichtlich nicht der Fall, sodass wir dann damit den Tagesordnungspunkt 1 verlassen können und kommen, nein, 2, Tagesordnungspunkt 2 verlassen können und kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Besetzung der Enquete-Kommission 6. Am Donnerstag, den 11.06., findet in diesem Bereich, das ist die Enquete-Kommission Handwerk, um 15.30 Uhr die erste Obleuterunde statt. Einladung dazu von Herrn Bombis liegt im PGF-Büro. Und zu diesem Zwecke erteile ich Moni das Wort. Ja, ich fände das schön, wenn wir relativ zügig auch beschließen könnten, wer von uns diese Enquete übernimmt, derweil wir ja intern schon ausgeschrieben haben und ich würde gerne bei Sichtung und Bewerbungsgesprächen den entsprechenden MDL natürlich einbinden. Wir würden das gerne vor der Sommerpause noch hinkriegen, weil in der Sommerpause dann der ein oder andere wieder im Urlaub ist, wo es schwierig wird. Also ich fände das gut. Ich sehe halt jetzt, dass Daniel leider nicht da ist. Ich weiß nicht, wie lange wir das schieben wollen. Ich kann halt für mich sagen, dass ich auch mit Kai gesprochen habe, der ja in dem auch in dem Ausschuss ist. Und Kai möchte das im Moment eher nicht tun, sodass zumindest wir wissen, dass Kai da im Moment nicht zur Verfügung steht. Jetzt ist halt die Frage, ob es anderweitige Interessenten gibt, wie ihr das seht, wie wir das machen oder wie wir jetzt einfach auch weiter vorgehen, weil ich will das nicht jetzt noch um mehrere Wochen verschieben, weil ich glaube, die möchten tatsächlich irgendwann mit der Arbeit dort beginnen. Ich sehe das in der Tat auch als problematisch an. Es hat sich ja bisher niemand gemeldet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es eben eine Angelegenheit ist, die thematisch den Wirtschaftsausschuss betrifft. Auch die Vertreterinnen oder Vertreter innerhalb des Ressorts Wirtschaft haben sich jetzt nicht konkret gemeldet, die Besetzung der Enquete zu wollen. Was die Obleuterunde angeht, die am Donnerstag stattfindet, denke ich, das ist ein Vorschlag, dass ein Vertreter des Ausschusses, also der Ausschussbesetzung, das mag der Daniel sein, das mag, ich glaube, Thorsten, du bist auch, bist du Vertreter? Also wer ist noch Wirtschaftsausschussvertreter? Habe ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm, aber einer der Ressort zugeordneten MDL in dieser Obleuterunde zugegen ist, es sei denn, auch da meldet sich niemand und möchte dies nicht tun, dann würde ich vorschlagen, dass das ein Mitglied des Vorstands tut und eben in diese Obleuterunde geht, um halt mitzubekommen, was dort besprochen wird. Und gegebenenfalls als Vertreter der Fraktion in der Obleuterunde Fraktionsinteressen vertritt. Gibt es Wortmeldungen dazu? Ja, Daniel. Ich habe Fragen. Die erste Frage ist, wissen wir, ob Daniel noch irgendwie gleich kommt? Hat er sich irgendwie gemeldet? Daniel nimmt nicht mehr an Fraktionsveranstaltungen teil.
weil er das geschrieben hat. Nein, das hat er nicht. Er sagt es leicht. Okay, ich dachte, da gab es jetzt eine Rückmeldung, weil ich auch im nicht öffentlichen Teil da was stand von Daniel. Also dann verstehe ich jetzt nicht, wie der Top dann drauf gekommen ist. Aber spielt jetzt weniger eine Rolle. Bitte? Den hat nicht er quasi beantragt, sondern der ist von anderwo gekommen. Okay. Ich hatte Moni jetzt vorhin nicht ganz richtig verstanden, hatte Daniel sich in irgendeiner Form geäußert, ob er Interesse an dieser Enquete-Kommission hat, aber auch nicht, dass er nicht hat. Also wie dem auch sei, wenn Donnerstag die Obleute-Runde da stattfindet, bin ich der festen Überzeugung, dass wir heute unseren Vertreter für diese Enquete-Kommission wählen müssen. Es macht keinen Sinn, irgendjemanden dahin zu schicken. Meine Erfahrung aus der Enquete-Kommission, in der ich bin, ist, das geht jetzt alles sehr schnell. Und wenn man dann eine Obleuterunde oder vielleicht sogar mehrere Obleuterunden verpasst am Anfang, verpasst man möglicherweise sehr relevante Dinge, die gerade für uns Piraten vielleicht sehr interessant sind. Die werden schon in der ersten Obleuterunde über Dinge sprechen wie Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Da sind wir dann halt außen vor, beziehungsweise vertreten dann vielleicht nicht die Interessen, die der eigentliche Vertreter für die Enquete-Kommission, dort verkaufen wollen würde. Also wir sollten das wählen. Gegebenenfalls rufen wir Daniel halt an und fragen nach. Ich weiß es nicht. Also Wortmeldung, wir haben den Olaf, wir haben den Grumpy und ich mache dann. Du auch, Entschuldigung? Der Thorsten, der Toso, der Toso, Toso natürlich. Warst du vor, Toso? Ich bitte. Ja. Ich habe dich, tut mir leid, an der Stelle. Nicht schlimm. Also ich würde das total gerne übernehmen. Gleichwohl ist mein Problem, beziehungsweise wäre nicht mein Problem, wenn wir dann den Terminplan dieser neu einzurichtenden Enquete mit meinem Terminplan abgleichen, werden die wohl nicht zum Tagen kommen, es sei denn, wir einigen uns auf irgendwann nachts. Wahrscheinlich. Von daher würde es wenig Sinn machen, mich dahin zu entsenden, einfach weil ich die Zeit nicht haben werde. Obwohl ich das ein extrem spannendes und gutes Thema finde. Aber selbstverständlich stehe ich zur Verfügung, weil irgendwann haben wir ja mal gesagt, ich mache Ersatz im Wirtschaftsausschuss. Ich weiß gar nicht, wer es weitermacht. Egal. Wie wir herausgefunden haben jetzt, in der Zwischenzeit ist der zweite Mann an dieser Stelle Joachim, der leider heute aufgrund anderer Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Enquete 3 ist es, eine Klausur durchzuführen hat. Olaf, du hattest dich gemeldet. Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen, was Daniel gerade gesagt hat. Vor allem das Wichtige an den ersten Gesprächen dabei zu sein und dass das auch die Personen sind, die das weiterhin machen, ist ganz klar die, dass dort Weichen gestellt werden. Das heißt, dort wird eine Strategie des ganzen Ausschusses und auch eine persönliche Strategie irgendwo festgelegt. Und egal, wer die anfängt, der Nächste ist da drin gefangen. Ja, alles, was der, ne? Und dann sollte auch der Mensch, finde ich, die Verantwortung für diese Gespräche übernehmen, der hinterher in diesen Strukturen gefangen ist. Und von daher sehe ich das ganz wichtig an, dass dort die Person ist, die auch hinterher die Enquete-Kommission macht. Alles andere macht verdammt wenig Sinn. Grumpy. Ja, Olaf, es stimmt zum einen. Und Daniel, es werden in diesen Sitzungen die ersten Weichenstellungen getätigt. Man sollte aber niemals einen Single Point of Failure kreieren, wie wir ja wissen. Und deswegen haben wir auch die Stellvertreterregelung. Jetzt ist es halt heute so, dass wir jetzt schon festgestellt haben, dass Daniel nicht da ist. Joachim ebenfalls entschuldigt, nicht zugegen sein kann. Kai hat bereits abgesagt. Es gab auch schon im Vorfeld, auch bei Untersuchungsausschüssen, die Gelegenheit, ganz bewusst Referenten berichtend hinzuschicken, in Rücksprache mit den jeweiligen Vorsitzenden, dass es halt wenigstens protokolliert werden kann. Und ansonsten, wir könnten jetzt jemanden in Abwesenheit bestimmen oder wir können jetzt jemanden wählen und bestimmen und dann später nochmal wechseln, was auch möglich wäre.
Die Enquete-Schuldenbremse geht ja auch nicht mehr ewig. Das wäre eine Möglichkeit. Ich will das nur gerade so in den Raum stellen. Und ansonsten kann man, wie gesagt, auch jemanden vorstandstechnisch vorübergehend entsenden. Okay. Moni, bitte. Nee, aber wenn du den Olli vorlassen möchtest, dann Olli zuerst. Ich glaube, es sollte auf jeden Fall, das heißt, ich glaube, ich weiß, es sollte auf jeden Fall zur Obleuterung einen MDL gehen. Berichten ist Blödsinn. Also wenn es darum geht, wie die Öffentlichkeit aussieht, also wenn der Vorsitzende sagt, ja, wir machen jetzt alles nicht öffentlich und Anhörungen sind auch nicht öffentlich und Gutachten veröffentlichen wir erst ganz zum Ende, dann sollten wir dazu vielleicht was sagen. Deshalb ist es schon sinnvoll, dass ein gebrieftes Mitglied des Landtags hingeht. Ich biete übrigens auch gerne an, wer auch immer hingeht, zusammen vielleicht mit Daniel, der es vielleicht ja auch tut, auch da zu briefen. Und ansonsten der Vorschlag für, wie wir damit umgehen. Thorsten hat eben gesagt, er würde es durchaus gerne tun, hat aber keine Zeit. Das ist eigentlich der ideale Posten für einen Stellvertreter für diese Enquete-Kommission. Als Stellvertreter dieser Enquete-Kommission kann er eigentlich meiner Meinung nach auch, sollte das jetzt terminlich hinhauen, bei dieser Obleuterunde teilnehmen. Ich persönlich habe ja eigentlich tatsächlich Kai im Kopf gehabt und habe deshalb mir auch vorher keine Gedanken gemacht. Dachte auch, die fangen ein bisschen später an, aber die sind halt schnell. Dann können wir immer noch nachher sozusagen unser Mitglied wählen. Es wird von den anderen sicherlich nicht schlecht aufgefasst oder womöglich machen die anderen das genauso, dass sie nochmal kurz nach Einsetzen der Enquete nochmal den MDL wechseln. Das ist durchaus normal. Oder dass zur ersten Obleuterunde jemand anders hingeht, das kann man gut und gerne machen. Wir sollten aber vielleicht jemanden hinschicken, der auch Interesse am Thema hat, ein bisschen Überblick hat. Es wird natürlich nicht inhaltlich erstmal in der ersten Sitzung nicht um Inhalte gehen, sondern um die Sitzungsvorbereitung für die konstituierende Sitzung, wo ja auch noch nicht viel passiert, aber eben genau solche formalen Dinge. Und ich glaube, wenn wir da den zukünftigen Stellvertreter hinschicken, dann ist das gut. Und dann relativ schnell uns dann mit den Protagonisten auseinandersetzen und dann nochmal bestimmen, wen wir denn dann als Hauptact hinschicken. Ich glaube, dann das würde gut funktionieren. Also jetzt die Obleuterrunde muss gut bespielt werden. Ich würde auch selber jetzt zur Obleuterrunde gehen, wenn Thorsten zum Beispiel keine Zeit hat, als Stellvertreters. Aber ansonsten, gut, Uhrzeit 15:30, ne? War schon da in unserem Pad. Moni, du, dann ich, dann Lukas. Ja, ich weiß nicht, ob ich das dann, nein, ich sage das nicht. Ich sage einfach nur, wenn der Tose das machen will und die Verfassungskommission am Ende des Jahres ausläuft, ist doch die Frage, ob Tose sich das zutraut. Weil ich denke, wenn er da Spaß dran hat, dann wäre es ja einfach auch möglich zu sagen, wir entsenden den Tose in diesen Ausschuss. Und ich weiß auch nicht, warum wir jetzt, hin und her schieben und machen. Der Daniel weiß, dass diese Enquete ist. Der hat dazu geredet, der hat das alles mitgekriegt, er hat sich nicht geäußert. Er ist nicht hier und wenn wir jetzt das wieder verschieben, dann impliziert das eigentlich, dass wir den Daniel dahin schicken wollen. Dann können wir das ja aber auch laut sagen. Und ich verstehe das nicht, weil ich sag mal, er weiß das doch, dass das ansteht. Es ist doch nicht so, als ob das irgendwie eine Neuigkeit für ihn ist. Und insofern fände ich es gut, wenn wir versuchten zu gucken, ob der Toso das schafft. Ich weiß ja nicht, inwieweit wir den Toso da irgendwie entlasten können oder vielleicht auch einen Stellvertreter finden, der tatsächlich sich da mit reinhängt und gegebenenfalls sich da vertritt. Das ist nicht lustig. Also, ich hatte mich jetzt auch mal auf den, bevor Lukas dran ist, zwei Dinge. Diese anstehende Obleuterunde ist wahrscheinlich, wie Oliver gerade ausführte,
sowieso kürzer als die Zeit, die wir jetzt dafür aufwenden, darüber zu reden, wen wir da hinschicken. Denn da wird wahrscheinlich erstmal ein erstes Termintableau aufgemacht. Da wird mal kurz grob gesagt, was mit der Öffentlichkeit, wie damit umgegangen werden soll, wie bestimmte Rahmenparameter festgelegt werden sollen. Ich denke, dass jeder hier in der Runde dazu in der Lage ist, aus Piratenfraktionssicht den entsprechenden Aufschlag zu machen. Also wer sich das nicht zutrauen würde, den würde ich fast bitten mögen, hier einmal aufzuzeigen. Es wird wahrscheinlich... Ach, Moni, du doch nicht. Das ist... Nein, ja, Michelle auch nicht. Auch Inhaltliches besprochen wird. Das ist ja eben die Frage. Inhaltliche Ziele dort festgelegt. Na, ob die alle festgelegt werden, ja, und ob die dann so beschlossen werden, das halte ich dann doch für ein Gerücht, denn diese müssten ja auch bereits heute mal zumindest zur Erörterung innerhalb der Fraktion vorliegen. Das ist ja nicht der Fall. Wie wir jetzt damit verfahren, es meldet sich ganz offensichtlich niemand, der sagt, ich übernehme jetzt als MDL die Verfassungskommission, die Enquete-Kommission, es sei denn der Lukas, der sich dann noch gemeldet hat, tut das. Also ich denke, wir könnten damit so verfahren, dass wir vielleicht über den Vorschlag abstimmen, dass Toso in die Obleuterunde geht, ohne sich damit gleichzeitig zu verpflichten, die Enquete als MDL oder als führendes oder als Sprecher zu übernehmen. Also gut, dann Lukas, dann Toso. Mir fällt es auch schwer, das in Worte zu fassen, ohne persönlich zu werden, beziehungsweise dass man es mir unterstellt. Aber ich frage mich, was wir hier gerade tun. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Moni. Ich befürchte, dass wir gerade auch in eine zwischenmenschliche Sackgasse laufen, weil wenn wir jetzt hier irgendwelche Entscheidungen treffen, auch wenn sie nur provisorisch sind, dann wird uns unser wirtschaftspolitischer Sprecher das vor die Nase halten, wieso wir ihn dabei übergangen haben. Auf der anderen Seite ist er aber nicht hier zum wiederholten Male und unentschuldigt, denn ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Und ich würde am liebsten sauer sein, aber ich bin nicht sauer, ich bin halt eigentlich traurig, dass wir in diese Situation als Fraktion gebracht werden. Und ich möchte gerne darüber reden, nicht hier, nicht heute, aber ich werde gleich dazu einen Tagesordnungspunkt beim Vorstand für die nächste Fraktionssitzung beantragen, für den nicht öffentlichen Teil, weil ich denke, wir müssen ganz dringend darüber offen reden, und zwar mit der Person. Danke. Michelle. Ah, nee, Toso war vor. Michelle, wenn du bitte das, ja. Ja. Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also, gerne gehe ich da am Donnerstag hin. Ich weiß jetzt die Uhrzeit noch nicht. Mein Termin 15:30. Gut, wenn wir dann mit dem AK Kommunal durch sind, ansonsten muss Frank da alleine bleiben. Ab 15:30, er schafft er aber, der hat das auch so schon bis jetzt immer oft geschafft, kann ich da gerne hingehen. Ich sehe das nicht als Vorentscheidung, dass ich das mache. Mir wird das überhaupt nicht in den Kram passen, so interessant ich dieses Thema finde und so wichtig ich dieses Thema finde. Aber selbstverständlich bleibt es dabei, dass ich als Idealbesetzung den Daniel Schwert da sehe. So, gibt es auch für mich gar keine zwei Meinungen. Wenn ich da jetzt also Donnerstag hingehe, ist das keine Vorentscheidung, sondern verschafft uns einfach noch Zeit, damit wir uns besprechen können, wer das dann letztendgültig macht. Wir haben das ähnlich gehandhabt, unter anderem bei der Ehrenamtskommission. Da bin ich auch am Anfang in die Verhandlungen gegangen und letztendlich hat die Veranstaltung der Frank durchgeführt. Ne? Das geht durchaus, da muss man sich jetzt nicht so bange vormachen. Und ich glaube, wenn wir da mit Daniel vernünftig ins Gespräch kommen, kriegen wir auch eine gute Lösung hin. Wie gesagt, ich sehe mich da nicht als erste Wahl, aber erstmal kriegen wir es am Donnerstag gelöst. Dankeschön. Wunderbar. Danke, Toso. Michel. Es wurde gerade gesagt, es hätte vielleicht gesprochen werden sollen mit Daniel. Dann habe ich ein genuscheltes, das wurde gesprochen mit Daniel, vernommen. Ich fände es erstens cool, wenn in solchen Situationen tatsächlich vorher mit den Leuten das abgeklopft würde. Wenn das passiert ist, frage ich mich, was war das Ergebnis des Ganzen? Und wenn es ein Ergebnis gab, dann frage ich mich, warum das Ergebnis jetzt hier nicht einfließt. Denn, die Moni hat es gesagt, der Daniel weiß, dass es diese Ehrenamtskommission gibt. Wo ist seine Aussage, ob er das machen will oder nicht? Ich finde so eine Diskussion ganz schwierig, wenn sich Leute der Diskussion entziehen. Und ich finde es auch ganz schwierig, dass wir dann immer wieder Dinge schieben, Dinge hinauszögern,
ja, gezwungenermaßen bis zum letzten Moment, und das ist jetzt der letzte Moment, wenn jetzt die Obleuterunde ansteht, und dass wir dann immer hier sitzen, und wir hatten schon häufiger diese Situation, und ja, im Grunde genommen immer um den heißen Brei rumreden müssen, weil wir einfach keine Entscheidung treffen wollen, die jemandem wehtun könnte. Ich sage es mal, ohne Namen zu nennen, wir haben letzte Woche eine Entscheidung getroffen über jemanden, der sich nicht gekümmert hat um seine Sachen, und wir haben gegen diese Person entschieden. Im Fall von Daniel, im jetzt konkreten Fall von Daniel, machen wir das nicht. Der hat sich auch nicht gekümmert, der hat auch keine Aussage getroffen, jetzt müssten wir gegen ihn entscheiden, aber da trauen wir uns, siehe Aussage von Team S, nicht uns schuldig zu machen und zu sagen, wer sich nicht kümmert, hat halt am Ende vielleicht einfach Pech gehabt. Olaf? Wir machen gerade hier, es ist ein Problem. Wenn es jetzt einen Kandidaten gäbe, würde ich dem allem Recht geben. Da es aber gar keinen Kandidaten gibt, es sei denn, es meldet sich jetzt jemand und sagt, er macht den Job. Solange es keinen Kandidaten gibt, können wir auch, alles klar, ist okay, wusste ich nicht, also sag sowas doch eher. Nein, ja, alles gelaufen. Nein, wie gesagt, solange es keinen Kandidaten gibt, können wir eh keinen bestimmen. Und damit ist jetzt auch die Diskussion, ob wir uns heute gegen den Daniel entscheiden oder nicht, eigentlich hinfällig, da wir uns gar nicht entscheiden können. Moni, bitteschön. Ich würde es gerne beenden. Ich finde die Lösung, dass der Toso dahin geht, ist gut. Und ich glaube, ansonsten erzählen wir hier gleich ganz viele Dinge, die in den nicht öffentlichen Teil besser gehören. Insofern würde ich den Tagesordnungspunkt jetzt gerne beenden. Danke, und Moni. Das abstimmen, dass wir das so machen, wie der Toso das vorgeschlagen. Danke, Moni. Habe ich vor 10 Minuten ja auch schon vorgeschlagen, dass wir so verfahren. Also ohne jede bisherige Meinungskundgabe übergehen zu wollen, bitte ich euch um ein Votum. Abstimmungsweise, dass wir so verfahren, dass Toso, ohne sich damit verbindlich zu verpflichten, diese Enquetekommission als unser MDL, als unser Vertreter hauptamtlich zu übernehmen, am Donnerstag in diese Obleuterunde geht. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Bei einer Enthaltung einstimmig angenommen. Vielen herzlichen Dank, Toso. Viel Glück in der Obleuterunde um 15.30 Uhr. Die näheren Angaben befinden sich in der Einladung, die sich im PGF-Büro befindet, also Raum und eventuell noch inhaltliche Angaben. Dankeschön. So, kommen wir, Augenblick, Richtungsvorstand der Pressestelle, Besitzung Enquete zum nächsten. Damit können wir den Tagesordnungspunkt 3 verlassen und kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Jugendlandtag. Den hatten wir ansatzweise schon mal am Anfang. Ich übergebe an der Stelle aber mal für einen vielleicht kurzen Zwischenbericht an den Olaf, der dieses Jahr unseren Jugendlandtagsbegleitung betreut. Ja, kurzer Zwischenbericht. Gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Ihr habt es ja mitgekriegt. Ist die Mail an euch rumgegangen, da sich zu wenig, aber das war natürlich bei der kurzen Zeit auch nicht mehr unbedingt anders zu erwarten. Zu wenig Leute zurückgemeldet haben, gab es jetzt kein Vorabtreffen mit unseren Vertretern des Jugendlandtags hier. Somit möchte ich jetzt nur noch mal Werbung machen. Kommt, wenn es möglich ist, am Freitagabend, mindestens am Freitagabend hier in den Landtag, zumindest zu dem Foto machen. Ja, ich würde das gerne einfach noch ein bisschen konkreter wissen, weil ich überlege, habe Samstag halt auch eventuell was richtig anderes. Ich würde mal einfach fragen, wer im Moment plant, Freitagabend zu kommen, dass wir ungefähr einen Eindruck haben, wie viele Leute wir dann sind. Ich fände das schön, wenn man das so ein bisschen abschätzen könnte. Also auch selbst wenn man es nicht hundertprozentig weiß, wer so davon ausgeht, dass er hier ist. Ja, das finde ich toll. Wer ist Samstag voraussichtlich hier zum Plenum? Ja. Wer ist denn auf Freitag auf keinen Fall da? Was? Samstag ist Plenum. Samstagmorgen. Ja, aber wir fahren ja alle Tage. Ja. Okay. Wer ist denn Freitag auf Donnerstag keinen, bin ich auch da. Wer ist denn Freitag auf keinen Fall da? Frag laut. Wer ist denn Freitagabend auf keinen Fall da? Gut.
Hamos. Ich meine mich zu erinnern, dass die Landtagsverwaltung dazu auch irgendwie so eine Art Broschüre rumgereicht hat. How to Jugendlandtag vor einigen Tagen oder ein, zwei Wochen ist es, glaube ich, her. Müsste jeder bei sich im Büro auf dem Tisch liegen haben. Falls nicht, kann man da natürlich nochmal nachfragen in der Landtagsverwaltung oder in den jeweils euch benachbarten Büros, ob das mal eben eingesehen werden kann. Soweit so gut. Wenn dann keine weiteren Fragen, Anregungen oder dergleichen sind, können wir den Tagesordnungspunkt 4 auch verlassen, kommen zum Tagesordnungspunkt 5 und greifen darin unter anderem einen Aspekt auf, den auch Daniel letzte Woche mit in seiner E-Mail als Antrag für die Tagesordnung gestellt hatte. Es geht um unser Tool oder das Tool Open Antrag und irgend so einen Löschungsvorgang oder was auch immer da mit gemeint ist. Und dazu übergebe ich das Wort an Grumpy. Genau. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr könnt mich auch zwischendurch Harry Potter nennen, denn ich kann offensichtlich zaubern und Dinge verschwinden lassen, die als unlöschbar gelten. Ich sage immer nur löschen statt sperren. Ist ein ganz großartiges Prinzip, vor allen Dingen bei Dingen, die, sage ich mal, zu einem großen Teil vielleicht ganz einfach mal an den Landesverband gehören, an die Basis, in Arbeitsgruppen bei der Basis, wenn Parteimitglieder untereinander mit Einzelmeinungen, die eher dazu führen, von vornherein Trollpotenzial zu haben und noch gar nicht innerhalb des Landes oder Bundesverbandes oder irgendeiner Ebene andiskutiert worden sind. Was sollen wir in der Fraktion damit, muss ich dazu sagen. Und das Gleiche gilt für Inhalte, die gegen Rechtsgrundsätze in diesem Land verstoßen, von vornherein. Das sind Dinge, die können wir auch nicht stehen lassen, die dürfen wir auch nicht stehen lassen. Und dann mache ich den Expediamus Annales Digitalis und das Ding wandert in die Tonne. Ansonsten zum Schutz von Mitgliedern der Partei, wenn die Sachen halt auch weiterhin dann anonym behandelt werden sollen, kann ich ein Parallelverfahren vorschlagen, indem ich dann hingehe, den Inhalt löschen lasse und dann anmerke, aus welchen Gründen und somit ist die Transparenz gewahrt, das Ganze entfernt worden ist. Obendrein möchte ich dann alle nochmal bitten, die Ihnen zugewiesenen Tickets in den Bereichen Open Antrag abzuarbeiten. Wir haben da eine nicht unerkleckliche Summe einzelnen Ressorts zugewiesen und würde mich freuen, wenn wir diese relativ zügig weiterhin abgearbeitet bekommen. Gibt es Nachfragen? Birgit. Kannst du mal erläutern, worum es überhaupt geht? Also mit dem Löschen, das habe ich nicht verstanden. Also es gibt zwischendurch halt einzelne Anträge im Bereich Open Antrag, die, sage ich mal, gegen alle Formen von Etikette in Etikette verstoßen. Und wie gesagt, dabei scheint einer mal durch den Filter gerutscht zu sein, wo sich dann halt jemand jetzt beschwert hat, passiert. Ist ähnlich, erinnert mich manchmal ein bisschen an Dauerpetenten. Michelle. Ich finde das mit dem Löschen nicht schlimm. Besser finde ich, wenn wir, zumal die Aussage getroffen wurde, es ginge gar nicht in der Software, hingehen würden und es machen würden wie die WATS-Gruppe, die einfach schreiben, dieser Kommentar wurde gelöscht wegen weil, hat gegen dies und das verstoßen. Was ich nicht gut finde, ist tatsächlich unser Umgang damit. Es hat sich jemand beschwert und zuerst wurden dieser Person von verschiedenen, auch Fraktionsmitarbeitern, auch Fraktionsmitgliedern, sofort der Abwehrschild entgegengehalten, das geht gar nicht, man kann gar nicht löschen. Dann hat anscheinend jene Person nochmal denselben Antrag eingestellt, der ist nochmal gelöscht worden. Jetzt wird das mit dem Versehen ein bisschen schwierig, aber gut, sei es drum. Kann ja passieren, dass es irgendwelche Filter oder so gibt. Dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich das nochmal gemacht, ist wieder weg. Und wieder wurde gesagt, das geht gar nicht, du musst dich irgendwie vertan haben.
Ich fände gut, wenn wir beim nächsten Mal, wenn solche Kritik kommt, denn sie ist immer öffentlich und sie ist immer im ganzen Landesverband und sie trifft immer uns alle, ob wir das wollen oder nicht, egal auch wer von uns da antwortet, wenn wir vorher einmal durchatmen würden, gucken würden, was ist wirklich passiert und dann antworten würden. Denn dann kann es auch ein offizielles Statement zum Beispiel des Vorstands geben, der sagt, ich habe tatsächlich was gelöscht in dem Fall, da ist was durchgegangen, was auch immer. Und nicht dieses, das geht gar nicht, du bist doof, du bist ein Troll, du willst uns hier irgendwie mobben oder sonst was, weil das einfach die falsche Vorgehensweise ist. Und wenn das dann entsprechend auch noch, ich glaube 6 Wochen ist es jetzt her oder so, wenn das so lange liegen bleibt, baut das natürlich im Laufe der Zeit Potenzial auf. Wir wissen, dass sich dann immer mehr Leute beschweren, wir wissen, dass wir eine Zielscheibe für sowas auch sind und dass wir durch Untätigkeit da auch beitragen. Dann lieber eine klare Aussage, wir überprüfen das und wir geben bald ein klares Statement raus, das wäre wesentlich besser für alle von uns. Wir kennen die Dynamik von Mailinglisten. Wir wissen, dass gerade bei solchen Angelegenheiten ein Thread innerhalb weniger Stunden aufgebläht wird, wie man es sich in Realität nicht vorstellen kann. Teilweise sind die Leute, die du mit deiner Kritik, Michelle, die ich für vernünftig halte, ansprichst, gar nicht da und können sich dazu auch nicht äußern. Es gab ganz offensichtlich auch eine technische Unwissenheit oder eine Unsicherheit, ob und was überhaupt hier technisch möglich ist und ob das tatsächlich geht. Da wurde nicht drauf eingegangen. Es gab zwischendurch auch mal die von dem einen oder anderen den Hinweis oder die Anregung, ja, da sollte man sich vielleicht mal mit dem Administrator in Verbindung setzen und da mal nachfragen. Der Administrator, weiß ich gar nicht, ob der die Mailingliste abonniert hat und weiß auch dementsprechend nicht, ob der die Problematik überhaupt mitbekommen hat. Und wenn dem so ist, dann hat dieser sich aber auch nicht gemeldet. Möglicherweise ist zudem aber auch von dem Betroffenen oder Betreffenden kein Kontakt aufgenommen worden. Auch das wissen wir aber nicht. Gut. Ich bin es nicht und auf der Mailingliste lässt sich das nicht verifizieren. Wie auch immer, ich denke, das, was die Erklärung angeht, die gefordert oder gewünscht war, dass diesem Petitum hier und heute in der Abhandlung dieser Tagesordnung durch Grumpy Genüge getan worden ist, das kann man vielleicht gegebenenfalls noch einmal auf dieser Mailingliste zum Abschluss kurz in aller Kürze posten, möglicherweise durch eine Copy-Paste-Verfahren des Tagesordnungspunkts 5 und des Protokolls, welches Nicole freundlicherweise ja sehr ausführlich schreibt. Und dann sollten wir damit dann aber auch schließen, diesen Tagesordnungspunkt, natürlich nicht ohne die weiteren Wortmeldungen dazu abgearbeitet zu haben. Bitteschön, Michel. Und dann Frank. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich bitte dann tatsächlich, wenn es auf die Mailingliste geschrieben wird, entsprechend nochmal klarzustellen, also zu dem, was Grumpy gerade gesagt hat, dass dieser Antrag tatsächlich nur aus Versehen gelöscht wurde, dann kann er wieder eingestellt werden und dann kann sich da jemand mit beschäftigen. Denn der Antrag, um den es konkret geht, der verstößt nur wirklich gegen gar nichts. Der mag zwar vielleicht nicht umsetzbar sein oder sonst was, aber das ist nun mal Open-Antrag, da kann jeder einen Antrag reinkippen und solange der nicht gegen irgendwelche Rechtsgrundsätze verstößt, behandeln wir den, lehnen ihn zur Not ab und dann ist gut. Frank. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, da hier über Open Antrag gesprochen wird und wir das ja alle weiter nutzen wollen, darum zu bitten, dass die Schnittstelle zwischen Open Antrag und Redmine, was wir hier benutzen, um diese Sachen zu bearbeiten, dass unsere IT sich das nochmal anguckt, inwieweit man das automatisieren kann, automatisierte Erinnerungen und solche Dinge machen kann, damit wir einfach dazu kommen, diese Anträge besser zu bearbeiten. Ich hatte nämlich bei dem Event, wo hier ein gelöschter Antrag thematisiert wurde, auch eine Begegnung der besonderen Art, wo mich jemand darauf aufmerksam machte, dass er auch mehrere Anträge oder in dem Fall 2 gestellt hat, die ich gar nicht kannte. Wir haben dann herausgefunden, dass sie tatsächlich mal an mich irgendwie zugewiesen worden sind, aber nicht in Redmine. Also da gab es irgendwie so eine Differenz. Ich bin da, glaube ich, auch in Redmine 2-mal oder das Büro ist da 2-mal erwähnt. Da ist ein bisschen was aufzuräumen. Es gibt auch durch die manuelle Übertragung Probleme. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ein bisschen hängt die
teilweise schleppende Bearbeitung von Open-Antrag hier in der Fraktion auch damit zusammen, zumindest muss ich das bei mir so sehen, einfach, dass die Sachen nicht klar genug in Redmine abgebildet werden und wir eigentlich die Möglichkeiten dieses Ticketsystems nicht ausreichend nutzen, gerade was so zum Beispiel eine Wochenübersicht angeht, was ist offen, kann man alles einrichten. Ich weiß, die IT hat viel zu tun, wird aber anregen wollen, das auch nochmal in das Paket aufzunehmen, einfach damit wir das System Open Antrag besser und effektiver nutzen können. Danke. Danke, Frank, für deine Bitte bzw. den Hinweis. Das wird der Grumpy, wie ich gerade höre, gerne mit in die IT-Runde nehmen. Ansonsten Tool-Diskussion, weiß ich nicht, ob die sinnvoll ist, aber gut, lass mal dahingestellt sein. Dannebot, du bist noch mit einer Wortmeldung dran. Ja, also mir ist gerade ein Open-Antrag zugewiesen worden, den ich sehr schön finde, sehr interessant, sehr ironisch und sehr treffend. Allerdings werden wir den hier im Landtag nicht verwerten können, vermute ich. Das ist, geht dabei um Vorratsdatenspeicherung. Ich würde gerne mit denjenigen, die Interesse an diesem Thema haben, also Innenpolitiker hier aus der Fraktion zum Beispiel, Netzpolitiker, mich zusammensetzen und gucken, was wir mit diesem Antrag sinnvoll machen können. Ja, hat jemand Interesse? Ich weiß doch gar nicht, worum es da geht. Es geht um einen Antrag zur Vorratsdaten. Speicherung der. Wieso hast du den zugewiesen bekommen? Weil ich dazu, als der einlief, einen kleinen Kommentar geschrieben hatte. Ja, und damit hatte ich sozusagen nach Auffassung derjenigen, die das verteilen, den. Was hat er getan? An welche Adresse? Gut. Ja, okay, ich sehe schon, das ist alles klar bei euch. Dann. Die, die es betrifft, werden sich massenhaft bei dir melden, wegen der massenhaften Abspeicherung von Daten etc. pp. Das wäre natürlich sehr schön, weil ich habe das jetzt von Dannebot so verstanden, dass er es gerne sähe, wenn sich eben weitere MDL-Personen aus dieser Fraktion um diesen Antrag gemeinsam mit kümmern. Wenn weiter keine Fragen, doch, Toso. Toso noch, bitteschön. Dannebot, ich denke, dass der Antrag, den du vor ein paar Tagen schon rumgeschickt hast über unsere Liste, und ich sehe den übrigens gar nicht so ganz kritisch, dass wir ihn hier nicht umsetzen können. Wir können da sehr gut was draus machen und ich würde mich freuen, wenn wir da was zusammen hinkriegen. Ich finde das eine gute Vorlage. Ja, ich finde den halt auch sehr schön. Ich habe nur Zweifel, ob wir hier im Landtag was damit anfangen können, aber wir werden auf jeden Fall irgendwas damit anfangen können, was sinnvoll ist. Super, die Sache läuft, großartig. Toso und Dannebot. Das Team Vorratsdatenspeicherung reloaded. Fein, dann können wir, glaube ich, doch diesen Tagesordnungspunkt 4, Open-Antrag, verlassen. Kommen zum Tagesordnungspunkt 6, zu einer sicherlich politisch nicht ganz irrelevanten Angelegenheit, nämlich Antrag, Fragezeichen, zur Diätenerhöhung. Hinweis darauf, dass im letzten Plenum im vorletzten Plenum, das war nämlich der Mittwoch, abends die Unterrichtung hatten im Landtag zur gesetzmäßigen Erhöhung der Diäten bzw. der Abgeordnetenbezüge im Landtag Nordrhein-Westfalens. Ich bitte dieserhalb gerne, offen war noch, wie wir da final mit umgehen, zumal die Erhöhung der Abgeordnetenbezüge gesetzmäßig eintritt am 1. Juli, also mit Wirkung ab 1. Juli diesen Jahres. Ich bitte gerne um Wortmeldung zu diesem Themenbereich. Toso. Ja, wir hatten ja in der Zwischenzeit mal einfach nachgeschaut, wie sich das mit der Diätenerhöhung und unserem Wahlprogramm verhält. Michelle hat dazu netterweise einfach mal ein paar Rechnungen angestellt, die auch online gestellt, konnte man nachvollziehen. Unserem Wahlprogrammantrag ist Genüge getan damit, dass bisher nicht erhöht worden ist, die letzten zwei Jahre. Die 500 Euro, die aus der Reihe erhöht worden sind, bevor wir hier in den Landtag eingezogen sind, die sind rechnerisch aufgefressen in den zwei Jahren, wo nicht erhöht worden ist. Und wir kommen jetzt mit der Erhöhung an der Stelle darüber hinaus, über diese rechnerische Hürde vorher. Dementsprechend ist unser Wahlprogrammantrag eigentlich erledigt.
Was mir allerdings jetzt im Nachgang aufgefallen ist, ist speziell mit Dingen, die ich hier von den Fluren gehört habe, noch nicht mal von hier, von den Fluren, sondern aus den Kommunalfluren eher, dass man gedenkt, im kommunalen Bereich die Aufwandsentschädigung teilweise sehr stark zu erhöhen. Das finde ich einen guten Weg. Gleichwohl sehe ich nicht, dass ein MDL zusätzlich noch aus kommunalen Quellen Aufwandsentschädigung bekommen müsste. Wir haben einige MDL, die durchaus auch im Kommunalen tätig sind. Ich trenne das an der Stelle vom Aufwand her mal einfach nicht von ihrer normalen politischen Arbeit. Die sind politisch tätig und kriegen hier eine Menge Geld dafür, das zu tun. Ob sie das im Kommunalen jetzt auch noch bestätigt fortsetzen oder nicht, ist mir an der Stelle Wumpe. Aber sie müssen da nicht noch zusätzlich eine Aufwandsentschädigung kriegen. Ich finde, die sind ganz gut ausgestattet, die brauchen keine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Ich könnte mir gut einen Antrag vorstellen, der halt schreibt, dass wir gerne die Diäten jetzt gar nicht mehr da bemäkeln, dass allerdings Aufwandsentschädigungen, die aus anderen politischen Ämtern und Mandaten bezogen werden, die Diäten absenken. Oder dass sie halt gar nicht bezogen werden dürfen. Ist mir egal, in welche Richtung. Danke. Frank, dann Michel, dann ich. Ja, zu letztem Punkt bin ich jetzt gerade dabei, kurz zu suchen, um wie viel die abgesenkt werden. Also wenn dann gibt es schon eine Eingrenzung. Also die Diäten aus dem Landtag, die werden sehr stark gekürzt, wenn ein anderes Mandat wahrgenommen wird. Wie gesagt, ich will es jetzt hier gerade Doppelmandat im Abgeordnetengesetz, Anrechnung anderer. Okay. Wie gesagt, so schnell finde ich es gerade nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich sagen wollte. Okay, weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich wollte anregen, da wir ja etwas, ich habe mir ja auch angeguckt, wie wir alle, wie sich die Historie zu der Anpassung jetzt ergeben hat. Und ich glaube, ein Kritikpunkt, ein Punkt, über den man tatsächlich kritisch reden kann, ist dieser in Anführungsstrichen Automatismus. Ich finde zwar grundsätzlich, wie das hier gemacht wurde, 2008 ist das ja eingerichtet worden mit den verschiedenen Indizes, die da angesprochen werden, woraus sich dann halt irgendeine eine Prozentzahl errechnet. Prinzipiell in Ordnung, insofern sehe ich das nicht als Erhöhung im eigentlichen Sinne an. Aber es gäbe einen Punkt, nämlich § 15 Absatz 3. Das ist genau der Punkt, den wir auch mitbeschlossen haben in der ersten Sitzung, als wir hier im Landtag waren. Nämlich der heißt, der Landtag beschließt zu Beginn einer Wahlperiode für die Dauer und so weiter die jährliche Anpassung. Und wenn wir an dem Punkt etwas ändern, sodass das vielleicht mit dem Ziel, dass man jährlich beschließt, und zwar offen beschließt, was man tut, könnte ich mir vorstellen, wäre das eine mögliche Änderung. Das ist einfach, der Landtag sich jedes Mal dazu bekennt und das auch argumentiert, vielleicht Auswahl von zwei verschiedenen Indizes oder sowas, sich für einen entscheidet, könnte auch noch ein Weg sein. Also für den Fall, dass man hier etwas anpassen möchte an dem Gesetz, würde ich in diese Richtung etwas vorschlagen. Da wir das aber hier noch nicht diskutiert haben, bin ich auch gerne gespannt, was andere dazu sagen. Michael. Ja, Punkt 1, den Automatismus anprangern, haben wir schon gesagt. Doch. Also einen Antrag stellen, den Automatismus abzuschaffen. Besser? Okay. Also den Automatismus anprangern finde ich gut. Machen. Ja, wir können natürlich auch einen Gegenvorschlag machen, dass sich der Landtag da jedes Mal mit beschäftigen soll. Das genau. Finde ich auch in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, zu dem Vorschlag, den der Toso gemacht hat, den halte ich ein bisschen für überzogen. Wir haben auf die Transparenz aller Nebeneinkünfte gepocht. Wir haben immer gesagt, Nebeneinkünfte wollen wir nicht verdammen. Eine Tätigkeit in einer Kommune als Kommunalpolitiker, das sind nochmal zusätzliche Aufgaben. Wir wissen,
zum Beispiel von, ich möchte jetzt keine Namen nennen, gerade zurückgetretenen Politikern, die in ihrer Abschiedsrede sagen, wie sehr das Familie und Freunde, Kontakte zu Familie und Freunden und so einschränkt. Wir wissen selber, wie sehr das hier unsere Zeit in Anspruch nimmt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie eine Doppelbelastung ohne entsprechende Einschränkungen auszuhalten ist. Also ich finde durchaus eine Nebentätigkeit, die auch mehr Zeitaufwand erfordert. Und wir haben immer gesagt, der Zeitaufwand sollte dokumentiert werden, darf auch extra entschädigt werden. Wichtig ist, dass auch diese Nebentätigkeit, dass auch diese Nebeneinkunft angegeben werden muss, damit sich jeder angucken kann, was kriegt denn der Mensch für welche Aufgabe. Und nach wie vor sollten wir auch da, aber das ist ja unsere Meinung, dafür sein, dass auch der Zeitaufwand entsprechend angezeigt wird. Aber das zu verbieten, halte ich für nicht gangbar. Danke, Michelle. Olaf, dann hatte ich mich aufgesetzt, dann der Toso und dann der Ja, ich finde den Vorschlag vom Toso jetzt, ich sag mal so, strategisch nicht so besonders. Also ich finde es okay, also eigentlich richtig, inhaltlich ist okay, finde ich, aber zum derzeitigen Zeitpunkt, das hätte man so irgendwo mal im Laufe der Legislaturperiode machen müssen, das jetzt zu der Diskussion, zu dem Zeitpunkt zu bringen, wo dann die Diätenerhöhungsdiskussion läuft, finde ich nicht so besonders gut, weil gerade ist blöd, unsere Fraktion betrifft es am wenigsten und dann kann man, ne, also da in der Punkt jetzt so eine Forderung zu bringen, finde ich, glaube ich, nicht strategisch so intelligent, weil die Argumentation ist einfach, das ist ja irgendwie Neid gegenüber den anderen, die die Posten haben. Auch die finanzielle Sache ist da dabei ein bisschen schwierig. Ja, das liegt so ein bisschen dazwischen, was Michelle und was du gesagt hast. Ich finde auch, dass das Geld, was hier ein Landtagsabgeordneter bekommt, eigentlich genug Schmerzensgeld ist für das, was wir hier machen, genau. Und wenn ich mir da noch Arbeit drauflade, ich sag mal so, andere Leute, die diese Jobs machen, gerade auch in Aufsichtsräten oder so, die verdienen auch nicht unbedingt weniger als ein MDL. Also das ist jetzt nicht an der Sache so, ne, von wegen die Sache, obwohl ich eigentlich auch wieder bei dir bin und sag, wenn das jemand nicht machen möchte, wenn ihm jemand das Schmerzgeld nicht reicht, soll er nicht in die Politik gehen. Also ist schwierig, da ließe sich noch lange drüber diskutieren und das sollten wir vielleicht dann auch mal, könnte man ja dann auch tun. Jetzt zur aktuellen Situation. Die erste Frage, die sich ja hier klären müsste, und da würde ich gerne mal eure Meinung, also ein Meinungsbild jetzt abfragen, wer wäre dafür, dass wir einen Antrag stellen, der beinhaltet, dass während dieser Legislaturperiode keine Diätenhöhungen mehr stattfinden? Das wäre also eine Sache, die ich ja gerne einmal wissen würde, wenn jetzt nämlich die Mehrheit sowieso nicht für diesen Antrag wäre. Dann brauchen wir gar nicht weiter reden, dann müssen wir es so einfach nur laufen lassen und dann läuft's. Es sei denn, es sind Leute, also ich gehöre zum Beispiel auch dafür, ich wäre auch dafür, den Antrag zu machen, zu sagen, wir verzichten die nächsten 2 Jahre auch noch auf die Diätenerhöhung. Also deswegen Meinungsbild, so. Wer wäre für einen solchen Antrag, den jetzt im nächsten Plenum zu stellen, dass wir für mindestens, also jetzt für die nächsten 2 Jahre auf Diätenerhöhungen verzichten. Ja, wer für einen solchen Antrag wäre? Ich, wenn ich ja mal die Anregung geben darf, vielleicht dieses Meinungsbild, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Moment, Toso, da kannst du rumprusten. Augenblick, das ist zwar sehr schön, aber die Diskussion bezogen auf den Umgang mit der jetzt durch Unterrichtung gesetzmäßigen Diätenerhöhung ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht warten wir doch das Meinungsbild mit dem Meinungsbild einmal ab, wenn die Diskussionsrunde soweit beendet ist. Also ich würde, wenn es mit deiner Zustimmung zugänglich ist, sagen, dass wir das vielleicht am Ende der Diskussion einmal abfragen. Ja, denn es gibt ja, wie ich jetzt festgestellt habe, unterschiedliche Auffassungen, wie mit dieser Situation umgegangen werden kann. Also die grundsätzliche Frage, Diätenerhöhung ja oder nein, diese Sekt- oder Seltersnummer, die mag zwar ganz schön sein, beantwortet aber noch nicht die Frage, wie wir mit der derzeitigen Situation umgehen. Ja, das wäre zum Beispiel, und daraus, also ich meine, kann man jetzt machen, strategisch will ich jetzt gar nicht dazwischen bringen, ganz viele Wege wegen, weil die Sache wäre ja auch die, wie gehen wir damit um, wenn wir sie kriegen, also wir werden sie ja kriegen, auch wenn wir jetzt den Antrag des Ablehnens machen, wie gehen wir dann trotzdem noch politisch damit um? Das ist alles eine Frage, die muss man natürlich klären, oder wie gehen wir allgemein damit um? Aber das ist, glaube ich, noch eine andere Frage, als wie, ob wir jetzt einen Antrag, also um bei Michelles Worten zu werden, prangern wir das jetzt groß öffentlich an
Oder gehen wir irgendwie politisch damit um nur? Also das, was Michelle meinte, um dich da mal... wir können das Meinungsbild natürlich abfragen, was Michelle meinte, meinte aber nicht das Anprangern der Diätenerhöhung, sondern das Anprangern des Automatismus, der im Gesetz verankert ist, vor dem Hintergrund der Indizes. Und von mir aus führen wir das Meinungsbild durch jetzt. Also wer ist dafür, auf die jetzt gesetzlich anstehende, zum 1. Juli anstehende Erhöhung der Abgeordnetenbezüge zu verzichten und einen entsprechenden Antrag zu stellen? Verzichten können wir ja nicht, wir können nur einen Antrag stellen. Also es geht nur darum, ob wir den Antrag stellen wollen, auf die Diätenerhöhung für die nächsten 2 Jahre zu verzichten. Doch, doch. Stellen dem zu, also dem, dass wir diesen Antrag stellen, klar. Die letzte Sache ist natürlich immer so, hinterher steigt noch einer aus, weil irgendeine Formulierung ihm nicht passt. Was ist denn jetzt das Meinungsbild? Können wir darüber mal absprechen? Ich bin unzufrieden mit der Diskussions- und Versammlungsleitung, die hier nicht neutral genug ist mehr. Ich darf mich nicht mehr zu Wort melden hier, oder wie? Ich habe ganz was anderes gesagt und das ist genau ein Beispiel für das, was du hier treibst. Pöbel doch nicht immer so rum, Lernebord. Das ist doch nicht nötig. Mit Pöbel, ne? Gibt es einen, der sich hier viel besser auskennt als ich. Okay. Ich stand auf der Rednerliste nach Olaf. Bitte ich einfach zur Kenntnis zu nehmen. Wem das nicht passt, der kann da gerne einen schriftlichen Antrag mit 5 Durchschlägen machen bei mir. Der nächste. Wollen wir das jetzt abstimmen, das Meinungsbild, oder wollen wir die Wortmeldung noch nehmen, die wir hatten? Ein Meinungsbild so zu formulieren, wie es gestellt wird? Ja, aber wann das Meinungsbild durchgeführt ist, ist doch die Frage. Ob das sofort, wenn einer sagt, oh, Meinungsbild, wir sind doch hier nicht auf dem Parteitag, Leute. Wir sind doch hier in der Fraktionssitzung. Und die Versammlungsleitung mache ich, und wenn ich mit dem Petenten oder dem Antragsteller in ein bilaterales Gespräch gehe, wann er das haben möchte, dann soll das noch wohl möglich sein, zumal es noch diverse Wortmeldungen vorher gab, sonst trollen wir hier demnächst mit Meinungsbildern jede Diskussion. Toso, du bist dran. Dann ist der Olaf dran, und dann habe ich keine weitere Wortmeldung, jedenfalls der Nico noch, und dann können wir gerne über das Meinungsbild befinden. Naja. Ich finde immer cool, wenn man die Meinungsbilder sofort macht, aber ist nicht schlimm. 2 Dinge. Zum einen will ich niemandem was verbieten. Ich weiß nicht, warum Michelle das gerade aufgegriffen hat. Ich habe mir meinen Wortbeitrag vorher noch mal durch den Kopf gehen lassen. Habe ich nicht gesagt. Nirgendwo. An keiner Stelle. Du hast gesagt, ich wollte irgendwem was verbieten. Nee, will ich nie. Ja, das Geld zu nehmen, aber noch nicht den Job zu machen. Das habe ich gesagt. Doch. Nee, so, weiter. Du hast völlig richtig gesagt, dass das hier ein Vollzeitjob ist. Und dass das, wenn man da noch nebenbei was macht, ganz gerne die Familie, das Leben oder sonst irgendwas kostet. Genau, kennen viele. Macht es nicht besser dadurch, dass man Geld oben auf den Haufen wirft? Weil durch das Geld kriegt man keine Zeit zurück, die man da verbringen müsste. So, ist also totaler Unsinn. Ist also totaler Unsinn, das mit Geld entschädigen zu wollen. Das Geld hilft also nicht bei dieser Geschichte. Von der Seite aus geht es also gar nicht darum, zu sagen, Verbindung unterbrochen, sehr schön. Ich mag das mit dem Pad hier. Von der Seite geht es also nicht darum, weder den Menschen zu sagen, die sollen im Kommunalen was tun oder was nicht tun, sondern ich möchte einfach, dass da eine Doppelgeschichte wegfällt. Und das, was die Menschen da im Kommunalen leisten, das fällt hier weg, im Landtag. Weil, wie du so schön gesagt hast, das hier ist ein absoluter Vollzeitjob. Und deshalb finde ich es nicht richtig, dass dann im Kommunalen noch rumgehampelt wird, sich teilweise Leute sogar als Verbandssprecher da wählen lassen für ein RVR. Das sind alles Jobs, die kosten richtig viel Zeit und dann kann man seinen Job hier nicht mehr machen. Also entweder man macht das nicht oder man muss sich abrechnen lassen, was man da an Zeit verbringt. Und zwar auch an der geldlichen Geschichte. Und zu Frank. Frank, wir beschließen hier drüber in öffentlicher Sitzung. Der Vorschlag kommt nur automatisch. Wir haben letztes Mal einfach keine Abstimmung beantragt.
Die Präsidentin hat das selbstverständlich öffentlich aufgerufen. Wir hätten da eine Abstimmung zu haben können, wir hätten da sogar eine Diskussion zu haben können, haben wir aber nicht beantragt. Unser Fehler. Öffentlich aufgerufen worden ist, ist das. Und automatisch wird nur der Vorschlag gemacht. Wenn der Automatismus drin wäre, dass wir nicht mehr darüber bestimmen könnten, dass das nicht jedes Jahr hier aufgerufen werden würde, wäre es verfassungswidrig. Dann wären wir damit schon vom Kardio, hätten es gekippt. Ist aber nicht, da haben die gelernt. Ganz einfach, die rufen das jedes Jahr einmal auf. Und wenn wir uns dazu da nicht melden, dann ist das halt so. Aber aufgerufen worden, öffentlich ist es. So, ich sehe übrigens, dass dieser Indiz viel zu komplex ist und man gar nicht nachvollziehen kann, was da in irgendeiner Form rauskommen kann. Ich fände toll, wenn wir das einfach an die Entwicklung der Hartz-IV-Sätze koppeln würden. Das wäre mal ein schöner Indiz. Ja, das. Nee, nicht unbedingt. Ich aber die letzten paar Jahre nicht, genau. Das könnte man jetzt. Stopp. Also Leute, jetzt, wir machen ja hier nicht eine Chorveranstaltung, keine Chorveranstaltung, wir singen hier nicht, sonst rufe ich gleich die Nationalhymne auf und dann können wir gerne singen. Wenn der Toso durch ist mit seiner Wortmeldung, wäre der nächste der Olli, dann der Nico, dann der Michel, dann das Meinungsbild und dann Pause. Ja, ich fände es, wegen des Meinungsbildes kurz, ich fände es nur so dargestellt, dass wir also die Aussetzung beschließen, eigentlich schöner, wenn wir es einfach jedes Jahr machen, anstatt jetzt schon mal auf Vorrat bis zum Ende der Legislaturperiode. Deshalb hatte ich etwas gezögert beim Meinungsbild, weil ich das als bessere Alternative finde, das sozusagen jährlich tatsächlich auch wirklich, wirklich dann auch zu entscheiden. Ich finde es andererseits schön, wenn wir das Thema nicht so isoliert sehen, sondern mit anderen Themen auch verknüpfen, die damit unmittelbar zusammenhängen. Jetzt haben wir einmal schon mal gesehen, wenn man es jetzt verknüpft an die Beamtenerhöhung und sowas, der Beamtengehälter und sowas, was uns ja immer vorgeworfen wird als Politiker, wir würden ja uns selber Gelder erhöhen und die Beamten oder sonst wer würden allerdings die Erhöhung nicht kriegen. Da fallen wir im Gegenteil wahrscheinlich dann jetzt mittlerweile tatsächlich doch so aus, dass wir mehr erhöhen müssten. Aber ich würde es gerne verknüpfen mit dem Thema Parteienfinanzierung. Der Thorsten hat ja schon hier vorgeschlagen, es zu verknüpfen mit dem Thema kommunale Aufwandsentschädigung, was meiner Meinung nach direkt eine Verbindung hat zu der Diskussion um Sperrklauseln. Denn entweder man sagt, das ist für Ehrenamtler nicht leistbar, diese ganz vielen kleinen Parteien und sowas, wir wollen doch durchregieren und nicht so lange abends bleiben, dann reichen ja Aufwandsentschädigungen vielleicht auch aus. Oder man sagt, das ist aber total anspruchsvoll und die Leute, die in den Kommunen sind, sie haben nicht gleichzeitig auch ein Abgeordnetenmandat, sondern die machen das eben tatsächlich neben ihrer normalen Arbeit, dann ist natürlich eine höhere Aufwandsentschädigung gerechtfertigt. Deshalb kann man das durchaus, finde ich mal, auch ganz polemisch miteinander verbinden und sagen, ja, wenn Sie da eh nur noch allein die Abgeordneten aus dem Landtag sitzen, sitzen auch in der Kommune. Und dann soll man Sperrklausel einführen, damit die dort weniger Zeit benötigen für die Sitzungen. Und dann gibt es dafür aber noch eine Auslandsentschädigung, irgendwas passt an der Argumentation nicht. Ich persönlich würde es allerdings tatsächlich lieber mit der Parteienfinanzierung verknüpfen, das Thema. Und genauso wie wir jetzt gesagt haben, ja, die ehemaligen 500 Euro, die da draufgeschlagen wurden, sind wieder abgeschmolzen. Ich würde gerne noch die Parteienfinanzierung sozusagen aus den Diäten abschmelzen. Wir haben uns ja dafür ausgesprochen, dass wir Mandatsträgerabgaben, ich nehme jetzt mal ganz grob das Wort doof finden, dass es dort einen Irrsinn gibt, dass im Grunde aus dem Steuertopf wird Geld genommen, um uns als Abgeordneten eine Diät zur Verfügung zu stellen, für uns natürlich, für den Aufwand und natürlich allerdings auch für die Arbeit des Landtagsabgeordneten, ist ja auch für Wahlkreisbüro und so weiter und so fort. Für Büromaterialien, für alles ist dieses Geld zu verwenden. Und es ist doch ein Irrsinn, dass das Geld den Abgeordneten zur Verfügung gestellt wird. Dann, wenn der Abgeordnete es allerdings spendet
an die Partei, dann auch nochmal aus dem Steuersäckel nochmal zusätzlich Geld draufgetan wird, nach dem Motto Belohnung, dass du das Geld weitergegeben hast an die Partei, dann tun wir noch was obendrauf. Das macht natürlich irgendwie, das macht insofern kein, das macht von dem natürlich für die Parteien Sinn, das macht aber keinen Sinn im Sinne der Parteienfinanzierung, die ja so eigentlich gar nicht aussehen soll. Trotzdem haben wir diese Praxis und natürlich ist in dem Mandat, in den Abgeordneten, Einkünften, natürlich sind da diese Mandatsträgerabgaben enthalten. Das ist klar, die sind mit eingerechnet und ich muss Schluss machen, aber die sind damit eingerechnet. Also können wir sagen, wir möchten gerne so lange aussetzen, bis dieses sozusagen auch abgeschmolzen ist, bis diese Mandatsträgerabgaben praktisch nicht mehr in den Diäten drin sind. Und damit eröffnen wir eine doppelte Diskussion, nämlich um Mandatsträgerabgaben, um Parteienfinanzierung und um die Abgeordnetendiäten. Und ich glaube, dass es sehr gut ist, diese Diskussion nicht nur der Öffentlichkeit wegen zu verknüpfen, sondern auch hier im Landtag miteinander zu verknüpfen. Und außerdem ist es eine grundlogische Sache, dass wir das so machen sollten, laut unserer Parteimeinung. Die müsste man natürlich immer darlegen. Michel. Ich bin ehrlich, verstehe die Verknüpfung jetzt nicht. Olli, würdet ihr gerne was darauf antworten? Nein, ich natürlich verstehe das Argument. Ich meine, wir haben dazu auch sogar einen Beschluss des Parteitags und so weiter, aber ich sehe jetzt nicht, was unsere Schlussfolgerung daraus ist, hier bei diesem jetzigen aktuellen Diätenerhöhungsthema. Ich sehe auch, dass wir gerade zwei Themen diskutieren, oder jetzt sogar drei mit der Parteienfinanzierung. Das eine ist die Diätenerhöhung, das andere ist das Thema kommunales Mandat und das dritte ist die Parteienfinanzierung. Ja. Was denn? Bin ich gar nicht dran? Doch, alles gut, sorry. Okay. Also Punkt 1 zur Diätenerhöhung. Eine Richtigstellung, es war nicht das Wahlprogramm, sondern unsere Aussagen im Wahlkampf mit den 500 Euro, weil sich das alles überschnitten hat. Nee, unsere. It's the Presse. Nicht ich alleine. Der war da auch der Kai. Okay, ja, die 500 Euro sind abgeschmolzen. Ja, die Diäten sollen erhöht werden. Ja, das ist eine Anpassung. Tralala, Inflationsrate hat 4 Beamtenbesoldung. Alles spielt mit rein. Der Index ist kompliziert. Meine Meinung dazu ist bekannt. Ich würde dieser Erhöhung zustimmen, nach 3 Jahren aussetzen. Punkt 1. Punkt 2 zu den kommunalen Mandaten. Ich bin Freund davon, dass, auch wenn das bei uns im Moment nicht so ist, aber dass Menschen verwurzelt sind, auch in der Politik. Das heißt, von meiner Warte aus sollte eigentlich der Landtagsabgeordnete, und zwar jeder Landtagsabgeordnete, irgendwo in der kommunalen Politik arbeiten. Ob man dafür die Arbeitsverteilung im Landesparlament anders macht oder ob man in der Kommune entsprechend über angestellte Mitarbeiter irgendwie die Arbeit erledigen lässt, sei mal dahingestellt. Aber ich bin ein Freund davon, dass man gleichzeitig auch im kommunalen tätig ist, beziehungsweise in seinem Kreis tätig ist, was auch immer, und nicht nur im Land so abgehoben. Ich glaube, gerade wir sehen auch, dass es da ein paar Probleme gibt, dass man ganz stark immer wieder vernetzen muss, dass man ganz stark immer wieder Themen sich holen und abgeben muss. Und das ist natürlich in der Personenunion einfacher. Union, irgendwas mit der CDU. Und Punkt 3 zu dem Thema Parteienfinanzierung. Ich glaube, wir haben da schon so viel hin und her gewälzt. Es wird keinen konkreten Antrag geben, der da irgendetwas in irgendeiner Form heilt. Wir haben das bei den Nebeneinkünften ja schon gesehen. Wenn wir versuchen, sowas zu machen wie, wir schreiben jetzt vor, dass, nimm mal irgendein Beispiel, das es damals schon gab, wir schreiben jetzt vor, dass Mandatsträger aus dem Landtag keine Spenden mehr an ihre Parteien machen dürfen. Ja, dann gebe ich das Geld an einen Kumpel und dann spendet der das an die Partei. Oder zur Not meine Frau. Oder mein Kind. Oder was auch immer. Wir werden es nie hinkriegen, wenn jemand diese Geldflüsse haben will. Bei den Nebeneinkünften ist das Gleiche. Meine Frau macht eine Firma und gibt mir, dann verdient ihr einfach die Kohle für mich mit. Wir kriegen es also nicht hin. Wir können nur eine Art Ethik vorgeben und die kann man leider nicht in Anträge gießen. Das haben wir versucht seinerzeit in der Nebeneinkünftegruppe, die wir hatten. Wir haben es
nicht geschafft. Vielleicht hat jemand auch von euch eine zündende Idee. Aber ich glaube, da geht es ums Vorleben bei uns. Und da geht es darum, immer wieder zu sagen, wir brauchen die Reform der Parteienfinanzierung, denn in der jetzigen Form passt sie nicht. Und alles andere ist die Frage, wie lange geht man den Weg mit, den man eigentlich nicht will, weil man ihn gehen muss. Nico. Danke, Dietmar. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, das schiebe ich noch kurz auf. Gehe kurz da auf die Diskussion ein zwischen Olli und Michelle, weil ich glaube, Michelle, du hast es tatsächlich nicht verstanden, was Olli meinte. Und es hatte nichts damit zu tun, Mandatsträgern irgendwelche Zahlungen an ihre Parteiorganisationen zu verbieten, sondern Ollis Diskussion geht darum, um die Höhe der Diäten und die Begründung, die da sozusagen mitschwingt, warum die Diäten so hoch sein müssen, weil ja eingepreist ist, ein Teil fließt an die Partei, steht gar nicht den Mandatsträgern zur Verfügung. So, und da könnte man doch, das ist, glaube ich, Ollis Ansatz, sagen, das ist nicht gerechtfertigt. Ja? Und wir warten so lange ab, bis dieser On-Top-Teil durch Inflation aufgefressen wurde. Und da sind wir noch nicht. Und das war das Ding. Und deswegen hat das gar nichts damit zu tun, wie du meintest, irgendwem was zu verbieten, an Parteien zu geben, sondern es ist eine Maßstabsbetrachtung, die Olli da vorgenommen hat, die ich sehr interessant und ich glaube auch richtig finde. Und ich wollte auf Olaf zurückkommen. Ich hatte auch ein Problem jetzt, tendiere dahin, aber das war mir jetzt eben auch vom Meinungsbild her etwas zu platt. Ich finde, Ollis Gedanken ist gut, der ist sogar weitreichender, als was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ich wollte nur darauf hinweisen, als wir die Diskussion angefangen haben, vor 2 Wochen, glaube ich, war das hier in der Fraktionssitzung, da kam, glaube ich, von Dannebod der Vorschlag, man sollte halt sich nicht an Erhöhungen für Beamten und so weiter, an irgendwelchen Indizes orientieren. Lass uns doch mal gucken, wie sich Hartz IV entwickelt hat. Ja, und da, und ja, aber man kann aber auch gucken und sagen, wie müsste eigentlich unserer Meinung nach Hartz IV aussehen? Ne? Dann sind wir vielleicht auch noch unter dem Nullpunkt jetzt. Ja, okay. So. Ja, und da könnte man auch, ich will jetzt die Diskussion auch nicht zu sehr überfrachten mit Parteienfinanzierung und Hartz IV-Debatte und. Ich warne nur davor, hier zu platt das Ganze zu machen und zu sagen, ja, das ist jetzt in den letzten 2 Jahren ist da Inflation gewesen und dann ist diese Extrazahlung abgeschmolzen worden. Ich glaube, wenn wir hier politisch argumentieren wollen, da fallen uns noch andere Maßstäbe an und da würde ich den von Olli in den Vordergrund stellen. Danke, Nico. Folgende Situation ergibt sich, nachdem ich sagte, wer noch alles Wortmeldungen hat, danach das Meinungsbild, das wäre genau jetzt. Jetzt hatten wir noch die Wortmeldung von Frank und von Olaf und von Creon. Und Olaf sagt mir auch noch, er würde gerne vor dem Meinungsbild. Also die Sache ist einfach die. Entweder wir ziehen das jetzt mit dem Meinungsbild durch oder du ziehst das Meinungsbild einfach zurück. Die Frage ist nämlich zu stellen, darüber hinaus weise ich darauf hin, dass wir in diesem sehr wichtigen Thema, und ich halte das auch für richtig, deswegen habe ich es laufen lassen, deutlich über 15 Minuten gesprochen habe. Ich wurde zwar bereits an eine bestimmte Regel erinnert, dass wir doch darüber abzustimmen haben, ob wir darüber weiter sprechen. Das wäre dann nach der Pause. Ich möchte aber jetzt von Olaf ein klares Statement haben im Hinblick auf dieses Meinungsbild, weil wir gesagt hatten, wir machen das Meinungsbild und da habe ich gesagt, das machen wir vor der Pause. Jetzt sagst du aber... Nee, ist okay. Was? Ich sag jetzt das Meinungsbild und werde das Meinungsbild abfragen. Du möchtest jetzt das Meinungsbild abfragen, dann bleiben wir dabei, gehen dann in die Pause und werden dann darüber beratschlagen, ob wir über dieses Thema weiter befinden oder wollen wir das vorher machen. Nein, sinnvollerweise machen wir das vorher. So, also Meinungsbild, zack. Formulier nochmal deine Meinung. Ja, genau. Ich möchte davor kurz was sagen. Vieles, was jetzt hier gesagt worden ist... Nein, Olaf. Deine Wortmeldung, die du eben... Dann wäre Frank erst dran. Also das kann man jetzt nicht machen. Ich will jetzt gar keine Meinung äußern. Ich möchte gerne etwas sagen, wie der Satz, den ich danach sage, zu verstehen ist. Ich kann natürlich auch den Satz sagen, dann hört nur natürlich danach keiner mehr zu bei der Erklärung davor. Okay. Vieles, was jetzt hier gesagt worden ist, verstehe ich auch als Erklärung, wie wir begründen wollen, warum wir das tun. Damit hat es jetzt gar nichts zu tun. Jeder, der sich für sich eine Begründung erklären könnte, unter der Begründung würde ich das machen, würde ich jetzt sagen, bitte ja, mit Ja stimmen. Dann über die Begründung können wir uns dann später noch unterhalten. Die Frage, die ich jetzt so stellen möchte, ist, wer kann sich vorstellen, ein
zuzustimmen, dass die Fraktion einen Antrag stellt, auf die Diätenerhöhungen mindestens der nächsten 2 Jahre zu verzichten. Je nach Begründung könnten das auch mehr wie die nächsten 2 Jahre sein, die schon in dem Antrag stehen. Okay, ich höre gerade, es ist rechtlich ausgeschlossen, dann nehmen wir nur die nächsten 2 Jahre. Wer könnte sich vorstellen, einem Antrag zuzustimmen, dass die Fraktion den Antrag stellt, auf die Diätenerhöhung für die nächsten 2 Jahre zu verzichten? Okay. Dass die Fraktion den Antrag stellt. So, dem zuzustimmen, ne? Ne, zuzustimmen, dass die Fraktion den Antrag stellt. Alles klar. Vielen Dank. Dann teile ich dem Antragsteller bezüglich des Meinungsbildes mit, es ist überwiegend positiv und angenommen worden. So, dann reden wir nach der Pause über dieses Thema. Umgang mit der Diätenerhöhung gemäß Gesetzeslage, Abgeordnetengesetz Nordrhein-Westfalen. Reden wir darüber noch weiter? Oder gehen wir jetzt in die Pause und setzen dann mit unserer Tagesordnung fort? Bitte um eure Handzeichen, wenn wir darüber weiterreden wollen. Klar, die jetzt eine Wortmeldung haben. Ja, ist okay, da muss ich. Verstehe. Ja, aber ich muss sagen, wenn nur die Leute mit Wortmeldung sich melden, dann müssen wir es solidarisch eigentlich. Wenn ich das richtig sehe, ist die überwiegende Zahl der Anwesenden. Was? Ja, da müssen wir nochmal durchzählen. Nochmal bitte aufzeigen, wer für weiter diskutieren ist über die Frage, auch vor dem Hintergrund, dass am Freitag Antragsfreitag ist intern und nächste Woche Dienstag Antragsdienstag. Und wenn wir einen Antrag stellen, müssen wir dann darüber auch noch befinden und reden, was wir hier für Anträge stellen, Leute. Kommen wir nicht dran vorbei. Ja, also den werde ich jetzt aufgrund der Dinges, werde ich einen vorbereiten. 1, 2, 3, 4, 5 oder was? Sind wir 10? Also reden wir, wer ist dagegen? Wer ist gegen die weitere Diskussion nach der nun einsetzenden Pause? 1, 2. Wer ist dagegen? Ja. 3, 4. Wer enthält sich? Okay, dementsprechend findet nach der Pause keine Fortsetzung der Diskussion statt. Wir haben jetzt 11.41 Uhr. Ich schlage vor, dass wir 10 Minuten Pause machen. Ich hoffe, das reicht euch. Also treffen wir uns hier wieder um 11.51 Uhr und setzen die Sitzung fort. Danke. Begründen, wer sich damit beschäftigen möchte. Ich sehe nicht, dass das jetzt hier ein Punkt ist, den wir aufmachen sollten. Und was das Thema Kommunales angeht, ich wüsste auch nicht, wäre aber natürlich noch zu untersuchen, ob die Abgeordneten, Diäten, Landtag, Bundestag als Verdienstausfall im kommunalen Ehrenamt gelten. Nach meiner Auffassung gelten die da nicht. Das kann man nicht geltend machen. Das heißt, das wäre etwas schwierig mit der Anrechnung. Weil es mit den Aufwandsentschädigungen, die pauschal gewährt werden für Fraktionsvorsitzende und so weiter, ist sicherlich ein anderes Thema. Wie das konkret gehandhabt wird, weiß ich nicht. Wenn wir darüber diskutieren müssen, können wir das sicherlich mal machen. Aber irgendeine Notwendigkeit, dass jetzt vor der Sommerpause in Kombination mit der Anpassung der Diäten hier um die 1,6%. Entschuldigung, das sehe ich einfach nicht. Also wenn wir in dem Bereich was machen wollen, dann sollten wir das wirklich informiert, ausdiskutiert, wirklich mit einem Konzept machen und nicht wie aufgeregte Hühner hier irgendwie uns aufführen und wegen 1,6% jetzt irgendwie, weil einer meint, das wäre irgendwie zu viel oder sowas, einen wilden Mann machen. Ich finde, das passt einfach nicht, das ist nicht sinnvoll. Gut, danke Frank. Ich hatte den Olli nochmal auf der Liste und mich auch nach Olli. Danke dir, Dietmar. Der Vorschlag, Absenkung der Diäten durch einfach Aussetzung bis zu der Höhe, die wir natürlich noch festlegen müssen, indem wir das einfach mal so einen Durchschnitt bilden, bis zu der Höhe, dass wir die Diäten ohne den automatischen Zuschlag für die Mandatsträgerabgaben haben, also ohne die Parteiabgaben, halte ich für eine total praktische Lösung, die eigentlich überhaupt nicht realitätsfern ist.
und einfach eine total einfache, sinnvolle Sache darstellt, die man einfach so mal tun kann, die auch keinem, und zwar auch nicht, wenn die Lösung angenommen wird, keinem von uns wirklich wehtut und die absolut sinnvoll ist und absolut auch von unserem Selbstverständnis her so kommen müsste. Also es ist nicht irgendwie mal irgendwas dahingesagt und ach ja, kommt ja eh nicht oder so, sondern das ist wirklich eine praktische Sache. Andererseits, oder beziehungsweise zusätzlich, sehe ich hier, wie wir sehr viel über kleine Probleme diskutieren und hier so Bedenkenträger-Sache oder sowas machen. Und ja, wir Piraten sind bekannt dafür, glaube ich, dass wir eben leider immer wieder in solche kleinen Detaildiskussionen verfallen, die zwar irgendwie dazu führen, dass wir uns mal sehr kompetent in Sachen einarbeiten und wirklich gut in unseren Themen sind, aber wir kriegen damit nichts nach außen getragen und wir können damit auch nicht irgendwie jemanden mit fesseln, wollte ich nicht sagen, aber irgendwie ja, begeistern. Wir können damit niemanden einfangen mit so einer Problemdiskussion, Herangehensweise. Damit kann man halt am Ende keine Politik machen, damit kann man nur sich im Grunde mal zurückziehen und darüber diskutieren. Wir müssen insofern das Ganze auch natürlich zusätzlich zu der praktischen und eleganten Lösung als Symbol sehen und werten und auch als Marke, um zu zeigen, guckt, wir haben hier das und das vorher gesagt, wir haben das und das beschlossen und jetzt tun wir das auch. Und jetzt zeigen wir das auch, in welche Richtung es gehen soll. Und die anderen Fraktionen müssen jetzt auch mal was dazu sagen, wie sie das denn sehen mit den Mandatsträgerabgaben und den Parteiabgaben. Wir zwingen sie sozusagen mit dieser Diätensache, die ja sowieso einen relativ großen Impact hat, dazu auch noch was zu den Mandatsträgerabgaben und Parteienfinanzierung zu sagen. Ich finde, das ist eine gute Sache und schafft im Grunde auch ein bisschen Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit und vor allem auch Transparenz. Und Transparenz wollen wir auch haben. Das heißt, wir bringen dadurch, dass wir diese Themen vermengen, kommen wir dazu, dass diese Themen diskutiert werden und auch dann wiederum klar wird, denen, die dann vielleicht irgendeinen Zeitungsartikel lesen oder so, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand, wenn er über Abgeordnetendiäten spricht, darüber Gedanken macht, wie sehr diese Abgeordnetendiäten auch zur Parteienfinanzierung dienen. Ich glaube, das ist erstmal nicht klar. Also die meisten denken ja, wir geben das Geld einfach irgendwo im Kino aus oder so. So. Also was die... Danke, Olli. Was die Verwendung der Abgeordnetenbezüge angeht, ist, glaube ich, mit der Transparenz hinsichtlich der Verwendung, wie wir sie handhaben, ausreichend Rechnung getragen. Ich möchte einmal auf folgenden Absatz bzw. auch Aspekt hinweisen. Wir befassen uns mit einer erfolgten Unterrichtung durch die Präsidentin dieses Landtags unter Hinweis auf Paragraph 15 des Abgeordnetengesetzes, der lautet Anpassung der Abgeordnetenbezüge. Wir haben am Anfang der Legislaturperiode darüber eine Gesetzesänderung beraten und beschlossen, darüber hinaus auch Verzichte beschlossen im Landtag, nämlich einen solchen für die Erhöhung 2013 ausgesetzt und für diese Erhöhung 2014 ausgesetzt. Darüber hinaus hat der Landtag beschlossen, dass entsprechend der Regelungen von Absätzen 1 und 2 des Paragraphen 15 die jährliche Anpassung der Abgeordnetenbezüge stattfindet, und zwar jeweils mit Wirkung zum 1. Juli. Das wäre also der nächste Monatserste. Und ich höre hier wirklich sehr beachtenswerte Beiträge dazu, wie man insgesamt über die Frage von Abgeordnetenbezügen, von Abgaben, Mandatsträgerabgaben standen in Rede oder auch darüber hinausgehend die Frage der Behandlung von Aufwandsentschädigungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Kommunalmandaten umgegangen werden kann oder könnte und vielleicht sogar soll, Klammer auf, muss, Klammer zu. Ich denke, das ist ein Riesenkomplex,
der unter Berücksichtigung der Kürze der Zeit, bis zu der wir in irgendeiner Form, falls wir das denn wollen, reagieren wollen, wenn wir dazu kommen, das Ding einfach ein bisschen zu massiv und zu groß ist. Abgesehen davon sehe ich persönlich nicht, dass diese Diskussion innerhalb der Partei bzw. innerhalb des Landesverbands abschließend geführt worden ist. Jetzt und hier als Fraktion mal dieses Fass aufzumachen bis Freitag, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie die Ressourcen hier verteilt sind, auch zeitlich da einen validen, einen vor allen Dingen auch ja, in der Öffentlichkeit darstellbaren, guten Antrag zu formulieren, möchte das in Frage stellen. Wir hatten ein Meinungsbild zu der Frage, ob wir hier, oder ob man sich vorstellen kann, einen Antrag auf Verzicht einzubringen. Das, denke ich, ist unter Berücksichtigung von § 15 Absatz 4, da steht einfach drin, abweichend von Absätzen 2 und 3 entfällt die jährliche Anpassung der Abgeordnetenbezüge zum 1. Juli 2013 und 2014, leicht umsetzbar. Sehr leicht, mit einem Federstrich, wenn ich möchte ich jetzt mal so sagen, auch was die Begründung angeht. Da kann man sich zurückberufen auf oder mal reinschauen in die Begründung der damaligen Debatten. Darüber hinaus stand hier in Rede die Frage des Automatismus. Und das genau ist auch ein Diskussions-Thread, den wir in dem Zusammenhang immer wieder hatten, dass gesagt wurde, zur Herstellung von Transparenz und auch zur Vermeidung des Eindrucks der Öffentlichkeit, dass die Abgeordneten hier immer alles so selbst unter der Hand beschließen und sich die Taschen voll machen, würde aus meiner Sicht bedingen, dass wir einen Antrag stellen könnten, dass über die automatisch stattfindende, nach Gesetz automatisch stattfindende Diätenerhöhung oder Abgeordnetenbezugserhöhung in jedem Jahr der Erhöhung, ich sage mal einen Monat oder zwei vorher, auch über die Grundlagen der Erhöhungsermittlung debattiert wird und darüber tatsächlich dann positiv oder negativ beschlossen wird im Landtag. Das wäre nämlich eine Variante zu der einfachen Frage des Verzichts, die man durchführen könnte. Auch da haben wir schon mal Überlegungen, ja, jeder Einzelne vielleicht für sich, Überlegungen angestellt, wie man da vorgehen kann. Dass also hier nicht einfach ohne Debatte im Rahmen der Unterrichtung nur mitgeteilt wird, naja, so wie es im Gesetz steht, wird es durchgeführt, sondern dass wir eine Gesetzesänderung dergestalt einbringen, dass darüber beraten und Beschluss gefasst werden muss in öffentlicher Sitzung des Landtags. Also im Prinzip, dass der Automatismus nicht lautet, es wird einfach nur unterrichtet und dann findet es statt, sondern dass der Automatismus lautet, wir debattieren und stimmen darüber aktiv ab im Rahmen einer parlamentarischen Debatte und Plenarsitzung. Das wäre dann die, ich sag mal, Alternative gegenüber dem einfachen Verzicht. Und dazu vielleicht ein Meinungsbild. Könnt ihr euch vorstellen, einen diesbezüglichen Antrag einzubringen, das nämlich in das Gesetz aufgenommen wird, das über die Erhöhung der Abgeordnetenbezüge jährlich debattiert und in öffentlicher Sitzung abgestimmt wird? Dann teile ich mir selber mit, dass das Meinungsbild überwiegend positiv ist. Wunderbar. Wenn es jetzt, du hattest noch eine Wortmeldung, Frank, wenn ich das richtig verstanden habe. Muss nicht. Möchte aber. Ich möchte, dass hier gibt es riesig große positive Meinungsbilder zum Thema Abgeordnetendiäten. Ich finde toll, wenn sich die Leute, weil das scheint ja irgendwie ausschussübergreifend zu sein, dann mal zusammensetzen und irgendwas formulieren und irgendwas überlegen. Für keine Ahnung wann. Ich finde jede Diskussion, die irgendwie mit einem Antrag zu tun hat für das kommende Plenum, für dieses Abgeordnetengesetz, völlig, Entschuldigung, ich sage das mal einfach hirnrissig, weil das Thema ist durch. Und zwar im letzten Plenum. Toso hat völlig recht, wir hätten das aufrufen können, wir hätten darüber debattieren können. Wäre toll gewesen, wenn Toso das vor 8 Wochen gesagt hätte, dann hätte man das irgendwie zeitlich vorbereiten können. Aber egal, das Thema ist halt durch in der letzten Sitzung. Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen in 2 Wochen und die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause machen, dann sind die ganzen Abrechnungen für die Abgeordnetenbezüge gemacht. Das ist natürlich kein Grund, das ist klar. Trotzdem reden wir hier von einem Gesetz, von einer Gesetzesänderung
wir reden nicht von einem Antrag, wo dann alle mal in der Sitzung Ja sagen und dann ist das durch. Wir reden sowieso davon, dass wir Nein sagen, aber wir reden von einer Gesetzesänderung. Das heißt, wir bringen einen Antrag ein, ein Gesetz zu ändern. Da wird nach der Sommerpause kommt das Ding in die Ausschüsse. Also nochmal, wir erreichen hier mit einem Schnellschuss im Moment überhaupt nichts. Der ist Quatsch. Es wird nichts dazu führen, abgesehen davon, dass sowieso abgelehnt wird. Aber auch jeder Ansatz zum 1. Juli hier irgendwas zu ändern, aufhalten zu wollen, geht nicht mehr. Das ist weg. Insofern bitte, wenn wir über Abgeordnete-Diäten reden wollen, lass uns das tun, aber langfristig. Danke. Gut, ich stelle meinen Wortbeitrag zurück. Olaf, dann Ingo, dann ich. Es wäre schöner gewesen, wenn wir das, wenn wir uns letztes Mal nicht der Fail passiert wäre, dass wir nicht gesagt haben, dass wir dazu reden wollen und dass wir letztes Mal dazu Anträge gehabt haben. Das ist richtig. Ein Gesetzesänderungsantrag ist immer einzubringen, ist egal wann. Dafür ist die Diskussion noch zu neu, denn wenn die Diskussion kommt in der Presse, kommt die jetzt, wenn die Diätenerhöhung kommt. Wenn sie nicht kommt, dann kommt sie nicht, dann ist es auch egal, was wir gemacht haben, da gebe ich dir auch wieder recht, aber das ist mit allem, was wir hier machen, so. Ja, man kann immer nur gucken, dass man Aufmerksamkeit bekommt für das, was man tut. Und ich sage mal so, das ist der Erfolg, dass der Antrag, aufgrund dessen, was du jetzt sagst, wäre es schwierig, wenn der Antrag angenommen würde. Ja, aber ich meine, den Traum hätte ich auch gerne, deswegen mit dieser Sache spekuliere ich gar nicht. Und ansonsten geht es mit allem, was wir hier machen, nur darum, unsere Position klarzustellen, Aufmerksamkeit mit dieser Art, wie wir unsere Position darstellen, zu bekommen und daraus etwas für die Zukunft zu ziehen. Einfach auch, um den Leuten im Kopf zu bleiben. Von daher finde ich das Argument, wir hätten es letzte Woche machen müssen, diese Woche ist es ein Schuss in den Ofen, sehe ich nicht so. Letztes Mal wäre besser gewesen, wäre sauberer platziert gewesen, aber jetzt, diesmal, finde ich noch genauso. Also ich finde da nicht viel, ich finde es nicht viel schlechter, den jetzt zu bringen, als wie den in der letzten Plenumswoche zu bringen, also in der, die wir davor hatten. Da sehe ich jetzt so groß auch nicht den Nachteil für uns drin. Ingo. Also ich möchte mich da jetzt inhaltlich gar nicht einmischen, möchte nur noch mal Revue passieren lassen, was während des letzten Plenums passiert ist. Nämlich da haben wir mit unserem juristischen Sachverstand in der Fraktion prüfen lassen, wie die Möglichkeiten eines Einspruches waren. Die Aussage von Toso, da hätte man reagieren müssen, kann ich da nicht teilen, wenn ich das wiedergeben darf, was da gesagt wurde, nämlich da hieß es, wir hätten an dem Tag keine parlamentarischen Möglichkeiten, das Verfahren zu diskutieren bzw. zu beeinflussen. Weil bei einer Unterrichtung sind zum Beispiel auch persönliche Erklärungen de facto nicht vorgesehen. Laut Geschäftsordnung sind persönliche Erklärungen nur nach einer Aussprache vorgesehen. Da es bei der Unterrichtung der Präsidentin keine Aussprache gab, gab es auch keine persönlichen Erklärungen. So, also von daher erstens dieser Vorwurf, man hätte da reagieren müssen. Von dem, was ich aus dem letzten Plenum mitgenommen habe, stimmt das so nicht. Wir hatten allerdings auch mit einem Pressestatement angekündigt, dass wir im nächsten Plenum diese Debatte führen. Wenn wir also konsequent sein wollen und wir ankündigen, A zu tun, müssen wir jetzt auch B sagen. Also dann lasst uns jetzt bitte diese Debatte führen im Plenum. Ansonsten sollten wir darüber nachdenken, warum wir diese Debatte nicht führen. Ja, ich habe dich gesehen, Frank. Genau, es ist nie der richtige und nie der falsche Zeitpunkt, möglicherweise. Ja, wir hätten vielleicht früher darüber reden sollen, vielleicht auch müssen, aber es gibt offensichtlich den Bedarf, darüber zu reden. Und es gibt ganz offensichtlich auch, zumindest aus der begleitenden Presseberichterstattung zum letzten Plenum, in der Öffentlichkeit den Bedarf, dass dieses Thema im Landtag Nordrhein-Westfalen aktiv angegangen wird. Und dementsprechend teile ich Olafs Auffassung, dass jeder Antrag, so er denn hier eingebracht wird und das Thema behandelt, ein guter Antrag sein kann. Ob er tatsächlich den Effekt erzielt, den wir vielleicht damit intendieren,
nämlich auch tatsächlich eine Umsetzung zu erlangen durch entsprechende Mehrheitsbildung hier im Landtag, das kann dahinstehen. Die öffentliche Debatte oder die Debatte darüber ist doch zunächst mal unser Ziel. Es mag ja sein, dass wir es vielleicht sogar, ob auf moralisch-ethischer Ebene, wo auch immer, vielleicht sogar uns annähern können einer Mehrheitsfindung in diesem Landtag. Ich wage das zwar momentan zu bezweifeln, aber ich denke schon, dass wir hier, egal welchen Antrag wir jetzt hier gerade mal angesprochen haben, machen sollten. Nochmal, ich halte diesen erweiterten Komplex Mandatsträgerabgabe, Aufwandsentschädigung für Ehrenamtler im kommunalen Bereich etc. für zu groß. Aber wir haben zwei Situationen. Einmal die Frage des Verzichts, den man im Übrigen auch, was die Aussetzung der Erhöhung angeht, kombinieren könnte. Ja, also eine Aussetzung der Erhöhung, bis das Gesetzgebungsverfahren oder das Gesetzesänderungsverfahren gemäß dem von mir eingebrachten Vorschlag, dass man den Automatismus durchbricht durch Debatte und aktive Abstimmung jedes Jahr, eben die Debatte begleitet. Vielleicht auch nochmal neu anstößt. Denn im Moment sieht es definitiv so aus. Die Unterrichtung hat stattgefunden. Am 1. Juli ist Erhöhungstag sozusagen. Und dann läuft das Ding, ohne dass weiter darüber geredet wird. Und ich glaube nicht, dass es unser Anliegen hier im Landtag ist, einfach irgendetwas hinzunehmen, wenn wir das Erfordernis sehen, dass darüber debattiert werden sollte. Und dafür sind wir, glaube ich, hier, dass wir diese Debatten anstoßen, auch in diesem Landtag. Und dann machen wir das einfach. Und dann gucken wir, was da am Ende bei rauskommt. Danke. Frank. Okay, also nach den zum letzten Plenum, nach den Äußerungen des Präsidiums da, im Plenum war unsere juristische Beratung im Vorfeld sicherlich nicht optimal. Zumindest wurde uns deutlich zu verstehen gegeben, wir hätten anders vorgehen können. Sind wir nicht, warum auch immer. Ist halt dann in dem Moment durch, das Thema. Ich bin hier im Moment ein bisschen ratlos, wenn jetzt so auf dieses Juni-Plenum geschielt wird. Ich sehe hier zwei verschiedene Debatten und ich weiß nicht, welche wir jetzt gerade, um welche es eigentlich geht. Sind wir tatsächlich der Meinung, Abgeordneten-Diäten sind grundsätzlich zu hoch? Finde ich, also ich persönlich habe da eine andere Meinung, also habe da eine Meinung zu. Ich finde, das ist, kann man so nicht einfach sagen, vor allen Dingen nicht so pauschal. Ich finde, das ist auch noch eine ganz fürchterliche Debatte. Und das meinte ich eben mit dem Beitrag, wo ich gesagt habe, dass ganz viele Expertenkommissionen sich Dinge errechnet haben und so weiter. Ich finde, das ist eine sehr komplexe Debatte und möchte eigentlich wissen, ob wir die führen wollen und Aufmerksamkeit erzielen wollen, weil Aufmerksamkeit erreicht man damit sicherlich. Die Frage ist des Ergebnisses nachher, was das Ziel ist. Oder ist es eine Debatte, dass über die Erhöhung und den, ich sag mal, angeprangerten Automatismus, so wie er im Moment sich im Gesetz darstellt, dass darüber geredet werden soll, dass dazu ein Antrag gemacht werden soll, um das, wie soll ich mal sagen, klarer zu regeln, dass es eine Debatte geben soll, wenn halt andere Berufsgruppen Erhöhungen kriegen, dass wir die auch kriegen und wenn ja, in welchem Umfang und so weiter. Also den Automatismus irgendwie zu korrigieren im Gesetz, ist das der Punkt? Oder geht es grundsätzlich darum, Abgeordnete kriegen zu viel Geld? Was ist das Ziel, was ist der Plan? Ich finde, das sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Erstens, Anmerkung meinerseits, wir werden sicherlich hier nicht darüber befinden, ob wir einen Antrag stellen und welchen Antrag stellen. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Wir haben einen Antragsfreitag. Bis dahin können Anträge hier bei uns gefertigt werden, eingereicht werden. Und möglicherweise haben wir dann konkurrierende Anträge. Und alle, die ein Interesse daran haben, einen Antrag zu stellen, mögen sich bitte zusammenzufinden, den zusammenstellen, fertigen, ausfertigen, der Fraktion vorstellen. Die Fraktion wird dann darüber beratschlagen und befinden, ob ein solcher Antrag gestellt wird. Und zwar unabhängig von der Frage, ob wir heute eine endgültige Entscheidung herbeiführen. Ich sehe nicht, dass wir diese herbeiführen. Abgesehen davon, nochmal Hinweis,
Antragsfreitag intern, Antragsdienstag ist nächste Woche. Bis dahin müsste dann die Entscheidung gefallen sein auf Fraktionsebene, ob wir einen Antrag stellen und gegebenenfalls welchen. Also wer sich berufen fühlt, einen solchen Antrag vorzubereiten oder von mir aus auch mehrere, von mir aus auch gleichzeitig mehrere unterschiedliche, möge tätig werden. Ansonsten weise ich darauf hin, dass wir auch zum zweiten Mal das Zeitlimit überschritten haben für die Diskussion. Es wäre also nunmehr zu klären, ob wir über dieses Thema noch weiter hier diskutieren wollen. Bitte ich um Handzeichen, falls ihr weiter diskutieren wollt über das Thema. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir unter Hinweis auf unseren Antrag Freitag, denke ich, den Tagesordnungspunkt Diätenerhöhung verlassen und kommen zum Tagesordnungspunkt, Moment, im Moment lädt das Ding nicht, wieso nicht? Doch, halt, stopp, falsche, 7 glaube ich, Umlaufbeschlüsse, richtig? Kann mich jemand korrigieren? Leute, mein Pad lädt gerade nicht, aber ich meine aus der Erinnerung zu sagen zu können, dass es Tagesordnungspunkt 7 ist, Umlaufbeschlüsse, da hatten wir vollständig positiv, also mit der erforderlichen Mehrheit positiv oder negativ beschiedenen Antrag, deshalb der nach unserer Satzung hier in der Fraktionssitzung behandelt werden muss. Es geht um das Warm-up vor Plenarsitzungen. Der Antrag war eingebracht und gestellt von Lukas, dem ich hiermit gerne das Wort erteile. Ja, die Diskussion ist ja eigentlich schon was länger. Wir haben schon immer wieder mal festgestellt, dass es eigentlich Sinn machen würde, uns vor den Plenarsitzungen kurz zu treffen, um sich abzustimmen, was passiert ist, was über Nacht passiert ist, um vielleicht Strategieänderungen miteinander abzusprechen, um nochmal sich auf irgendetwas einzustimmen, Feedback zu geben oder einfach vielleicht sogar motivieren, irgendetwas zu tun. Das fehlt mir persönlich, diese Möglichkeit. Es führt häufig dazu, dass dann nochmal zwecks irgendwelcher Umlaufbeschlüsse oder Zustimmung zu Anträgen dann durch die Reihen gelaufen wird im Plenarsaal, was dazu führt, dass nicht alle da sind und man dann durchs Haus rennt oder Mitarbeiter losschickt, die dann durchs Haus rennen. Das ist unruhig, das wirkt chaotisch, das würde ich gerne umgehen. Und deswegen, nachdem wir schon so häufig darüber gesprochen haben und ich auch schon mit einigen von euch darüber in kleinen Gruppen oder auch in Vier-Augen-Gesprächen das Ganze mal erörtert habe und eigentlich von allen gehört habe, dass es eine gute Idee wäre, so zu tun, habe ich mir gedacht, okay, nicht nur darüber reden, sondern auch machen und habe eben diesen Umlaufbeschluss gestellt. Dieser Umlaufbeschluss hat nicht das nötige Quorum bekommen und steht jetzt deswegen hier auf dieser Tagesordnung. Ich halte es nach wie vor für eine gute Idee, es zumindest zu versuchen. Würde mich freuen, wenn wir das einfach mal als Gruppe, als Gemeinschaft versuchen würden, das anzunehmen, das auszuprobieren, das ernst zu nehmen, das als verbindlich anzusehen. Wir wissen, dass wir keine Sanktionsmöglichkeiten oder sowas haben. Dennoch können wir uns halt eben dieser Verbindlichkeit verschreiben und das dann entsprechend leben. Ich persönlich denke, dass es halt Entspannung in die Plenarsitzung bringen würde und nicht zuletzt halt unsere Performance im Plenum verbessern würde. Danke, Lukas. Wir haben den Toso mit der Wortmeldung und dann den Olli. Ja, ich finde die Idee an sich gut. Das Einzige, was mich halt stört, ist das Verbindliche. Schon alleine deshalb, weil ich genug Termine vor Plenar habe. Also ich habe regelmäßig irgendwelche Ausschusssitzungen oder Obleuterunden um 9 Uhr. Aus dem einfachen Grund, weil ich grundsätzlich versuche, diese Geschichten halt nicht in der Plenarzeit zu haben. Jetzt ist es aber ab und an schon mal zeitlich dringend. Also lädt man freundlich um 9 Uhr ein, manchmal auch um 9.30 Uhr. Zuletzt hatte ich zwei Obleuterunden hintereinander direkt an einem Tag, 9 Uhr, 9.30 Uhr und dann um 10. Ich habe keine Lust und werde das auch nicht tun, mich an der Stelle dann zu entschuldigen, wenn wir eine eigene Veranstaltung als verbindlich erklären. Ich fände toll, wenn wir die Veranstaltung machen. Ich fände toll, wenn die einen Einladungscharakter hätte. Aber lass uns das bitte nicht wieder versuchen, irgendwie brechstangenmäßig zu machen. Das fände ich total schön. Danke.
Ein bisschen in die Richtung. Ich habe mich ja enthalten. Ich würde hier im Zweifel dafür stimmen, aber ich habe mich enthalten, weil ich auch noch Diskussionsbedarf sozusagen habe oder beziehungsweise kleinen Verbesserungsbedarf. Ich gehe auch davon aus, wir sollten es einfach probieren. Wenn jetzt meine Verbesserungen nicht angenommen werden, dann ist dem halt so. Einmal, ja, ich habe auch vor dem Plenum Termine hin und wieder, vor allem auch mit anderen Abgeordneten, zum Beispiel aus dem Wahlkreis oder durchaus würde ich auch gerne mal das ein oder andere parlamentarische Frühstück wahrnehmen, manchmal sind die auch sehr gut. Ich möchte gerne diese Termine, die ich zumindest nicht selber festlege, sondern die ich wahrnehme, auch gerne wahrnehmen, selbst wenn da diese Pflichtveranstaltung unserer Fraktion ist, auch wenn es nicht parlamentarische Termine sind. Also es gibt ja auch manchmal, dass der Ausschuss vor dem Plenum stattfindet, ist ja eh klar, dass man da hingehen darf, aber ich würde auch gerne sozusagen die optionalen Termine wahrnehmen können. Und deshalb habe ich 3 Verbesserungsvorschläge. Der erste wäre, das ist im Grunde eine Option, wir könnten natürlich auch nach dem Plenum das machen. Ich sehe aber auch den Vorteil von vor dem Plenum, dann hat man tatsächlich noch die Nacht dazwischen, hat man mal nachgedacht oder so, ist nicht mehr ganz so aufgekratzt und so und hat auch nicht so die Tendenz nach hinten, es auszudehnen. Zweiter Vorschlag ist, es zwar immer zu machen, sich hier zu treffen vor dem Plenum, aber darüber hinaus auch mal zu, ich nenne es jetzt mal dann den Pflichttermin, also zu besonders wichtigen Terminen einzuladen, wo man dann parlamentarisches Frühstück auch versausen lässt. Und dritte Sache ist, ich glaube, in dem Antrag standen 30 Minuten, das ist mir zu lang. Ich würde gerne, wir gehen hier rein, wir diskutieren nicht, wir gehen hier rein, wir setzen uns nicht, ne, so eine Art Stehmeeting, wir setzen uns nicht, wir sagen, was Sache ist, die Themen stehen vorher fest oder am besten vorher fest und dann wird kurz abgeklärt. Und dann wird auch noch vereinbart, wo noch eine Baustelle ist. Und dann gehen wir wieder raus. Das kann eigentlich nicht länger als 10 Minuten dauern. Das hätte ich gern, dass wir das mit 10 Minuten schaffen. Das ist sozusagen meine Hauptforderung und nicht 30 Minuten brauchen. Dann nämlich kann man auch noch die anderen Termine wahrnehmen. Dann kann man nämlich um 8.30 Uhr einen Termin wahrnehmen. Um 9:30 wollen die anderen Abgeordneten meistens auch schon weg, weil sie nochmal zu solchen Kurzterminen wollen. Und dann kann man nämlich um 20 vor hier sich nochmal 10 Minuten treffen. Oder um 15 vor. Lukas. Jeder von uns hat parlamentarische Termine vor dem Plenum. Immer wieder mal. Das ist halt so. Wenn man sich aber nicht, oder mir persönlich würde es nicht ausmachen, halt eben der Gruppe hier zu sagen, pass auf, ich bin jetzt beim parlamentarischen Frühstück irgendwas, weil das so ist, weil ich da halt der Fachsprecher bin, weil das mein Thema ist, wie auch immer. Deswegen geht man da hin. Aber dann weiß zumindest die Gruppe, dass ich da bin, dass ich nicht hier bin, dass ich aber nachher im Plenum bin, beziehungsweise auch 5 Minuten später komme. Das führte auch zur Klarheit. Ich habe die 30 Minuten ganz bewusst gewählt, weil ich erstens unsere Vorliebe zur Diskussion kenne. Zweitens, weil wir es kaum schaffen, pünktlich zu sein. Ja, das haben wir auch heute gesehen. Wir haben auch heute 10 oder 15 Minuten später angefangen oder waren erst beschlussfähig. Das ist ein Problem und da kommen wir mit 10 Minuten irgendwie nicht weiter, auch nicht mit 30 Minuten. Ich habe die 30 Minuten bewusst gewählt, weil es dann eben nochmal Zeit gibt und ermöglicht, eventuell in das eigene Büro, in das Fachreferentenbüro zu gehen und dort halt Dinge in Auftrag zu geben oder anzusprechen. Das ist also auch eine strategische Komponente, die ich da halt so bewusst gewählt habe. Und ich glaube, wenn wir 30 Minuten hier ansetzen und uns eine halbe Stunde vorher treffen, dann bedeutet das nicht, dass wir unbedingt diese 30 Minuten hier durchlabern müssen. Das kann auch sein, dass wir nach 10 oder vielleicht sogar nach 5 Minuten fertig sind und dann immer noch Zeit haben, eben Dinge zu tun, Sachen anzuleiten, Sachen in Auftrag zu geben oder einfach mal aufs Klo zu gehen und nicht direkt entsprechend dann ins Plenum zu hetzen. Daniel. Ja. Ich bin ja nicht immer Lukas Meinung.
Aber in dem Fall tatsächlich absolut uneingeschränkt. Wir haben ja auch nach dem letzten Plenum auch ganz kurz drüber gesprochen und ich hatte Lukas auch direkt quasi ermutigt, auch da den Umlaufbeschluss zu machen. In meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn habe ich echt gedacht, das ist gar kein Ding. Also da melden sich jetzt gleich irgendwie 12, 13, 14 Leute, klicken da irgendwie auf Zustimmen und dann ist das Teil hier irgendwie gesetzt, weil das überhaupt kein größerer Akt ist. Die Argumente dagegen, parlamentarische Frühstücke oder Termine hin und her, die lassen sich ja durchaus damit halt mal vereinbaren. Also A, glaube ich nicht, dass wir alle 19 ständig bei parlamentarischen Frühstücken sitzen. Ich frage mal Moni, wie das so mit dem Gottesdienst und so weiter hier aussieht. Ich glaube, das sind Veranstaltungen, die sind im Regelfall ja nicht so wahnsinnig gut von Piraten besucht. Ich kann das aus meiner Zeit, wo ich die Parlamentariergruppe NRW-USA zum Beispiel dann geleitet habe, wo auch solche Arbeitsfrühstückstreffen ja stattgefunden haben. Naja, da waren halt ein, zwei Piraten, die dann halt da waren. Also wenn solche Dinge sind, das lässt sich doch miteinander vereinbaren, wie bei jeder anderen Fraktionssitzung auch. Ich habe irgendeinen Termin hier im Landtag und ich kann halt eben nicht um 9.30 Uhr da sein. Und das Gleiche auch, wenn man halt noch im Zug oder auf der Autobahn oder sonst irgendwas steht. Aber, und deswegen Unterstützung dafür, wir müssen dem Ganzen schon so einen gewissen Pflichtcharakter geben. Sonst wird das hier nichts. Ja, sonst sitzt dann halt Lukas vermutlich mit Moni hier, die extra ein bisschen früher vom Frühstück und mit Grumpy oder wem auch immer. Aber jedenfalls sitzt man dann hier irgendwie mit 5, 6 Mann, dann ist das halt unsinnig. Also meine Bitte, lass uns das mal annehmen. Lass uns das mal ausprobieren. Also es tut vielleicht gar nicht so ganz wahnsinnig weh. Und ob wir jetzt stehen oder sitzen dabei, ist mir erstmal im Großen und Ganzen egal. Ich glaube, die halbe Stunde, darauf noch ganz kurz, die brauchen wir auch. Also es kommen ein paar halt eben zu spät. Wenn wir die Disziplin hätten, dass hier wirklich alle um 9:45 da wären, dann könnte man das auch eben in 10 oder 15 Minuten machen. Aber die Disziplin haben wir nicht. Und ein letztes noch, hat was mit Disziplin und Organisation zu tun. Und da sind wir wirklich hier die schlechtesten von allen. Ein letztes noch, wir werden das ja auch nicht bis 10 Uhr machen können. Spätestens um 9:50 scharren hier die Ersten mit den Hufen, weil sie noch eine rauchen wollen oder keine Ahnung was noch tun wollen. Das ist auch berechtigt und okay. Dann haben wir hier irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo man vielleicht noch mal auf ein paar ganz wichtige Dinge den Plenartag betreffend hinweisen kann. Ich finde das gut oder zumindest so gut, dass man das mal für 2, 3 Plenarwochen mal ausprobieren kann. Ich hätte auch noch was, also den Probiercharakter und deswegen habe ich da auch zugestimmt. Ich sehe allerdings auch die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir mit einem sehr kleinen Kreis dann nur jeweils zusammensitzen. Aber dennoch, das schließt ja nicht aus, dass man es trotzdem tut. Ich möchte allerdings nochmal diesen Aspekt aufgreifen von wegen, ja, dann gehen alle zum Wollen ja schon alle nochmal eine rauchen, vielleicht noch eben ihre Redemanuskripte für den ersten Tagesordnungspunkt holen oder nochmal und die Pressestelle an die Pressestelle weiterreichen, genau. Toilette, was weiß ich, den letzten Lidstrich ziehen für die Kameras im Plenum, schieß mich durch, ist egal. Also irgendwas wird sicherlich sein, aber wir treffen uns natürlich auch, die Raucher zumindest, immer vorm Plenum, so kurz vorher, so 10 vor, laufen die alle ein auf die Terrasse und da finden natürlich auch nochmal kurze vorbereitende Gespräche in Bezug auch aufs Plenum teilweise statt. Manche bedauern das, dass es da stattfindet, ist aber nun mal so, auch die Nichtraucher sind immer herzlich willkommen da auf der Terrasse. Ja, je nach Wetter, je nach Witterung kann man natürlich die ganze Sache auch verlagern, aber ich bin schon dafür zu sagen, hey, dann lasst es uns einfach mal versuchen. Auch wenn ich sagen muss, auch ich habe, weiß ich, Obleuterinnen oder auch Parlamentariergruppen, die tagen nämlich auch in der Regel vor den Plenarsitzungen. Zwar nicht mehr die Israel-Gruppe, die macht das jetzt immer dienstags, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, aber eben nicht an jedem Plenartag, aber es ist ja auch nicht die Rede davon, dass das an jedem Plenartag stattfinden soll. Doch an jedem Plenartag um 9.30 Uhr. Gut, ich, ja, also lass uns. Jeden Plenartag.
Gut, dann lasst uns jetzt hier, nachdem die Diskussion... Der Olaf hat noch eine Wortmeldung. Olaf. Olaf. Ja, aber... Ja, ich... Ich würde jetzt sagen, komm, lass uns abstimmen. Wenn jetzt keiner mehr will, dann ziehe ich auch zurück und dann lass uns abstimmen. Willst du jetzt, dass ich nochmal zu Wort komme, oder? Warum machst du das? Michel. Also ich muss für Robert Stein natürlich einwerfen, das schafft er nicht, ne? So früh. Und du hast keine Staus mehr, oder was? Ah, okay. Bitte, bitte ins Protokoll aufnehmen, Nicole. Michel hat keine Staus mehr. Toso. Wer eine halbe Stunde vor der Klausur und nicht weiß, was er zu tun und zu lassen hat in der Klausur, dem wird die halbe Stunde vorher nicht helfen. Ganz einfach. Ja, die Spickzettel müssen doch irgendwie verteilt werden, hör mal. Das ist aber klar. Gut, dann lass uns darüber abstimmen, über den Umlaufbeschluss, wie er bisher kein eindeutiges Pro oder Contra erhalten hat. Wer ist für den Umlaufbeschluss? Plenar-Warm-up an allen Plenartagen um 9.30 Uhr. Versuchsweise natürlich, klar. Der Ingo nicht, der Ingo muss nicht mit abstimmen. Die Nicole notiert das und gibt mir bitte ein Zeichen, wenn sie fertig ist. Ja? Wer ist dagegen? Das sind die mit der längsten Anfahrt. Dortmund ist nicht weiter. Wer enthält sich? Niemand? Okay, dann ist das so angenommen und dann machen wir ab sofort, das ist dann wirksam ab sofort, sprich nächstes Plenum, Juni-Plenum, 9.30 Uhr, Warm-up. Lukas, wärst du so freundlich dann, dich um den entsprechenden Raum, weil dann haben wir jetzt noch nicht bestimmt, wo das dann stattfinden soll, zu ermitteln? Lukas ermittelt den Raum, wo das stattfinden soll, sorgt für Kaffee und Kuchen. Nein, das ist natürlich nicht Quatsch. Obwohl, das wäre natürlich schön, das wäre natürlich sehr schön, wenn also auch in irgendeiner Form gewährleistet werden könnte, dass man so einen Kaffee hat oder so, wenigstens. Ingo. Welchen Anspruch an Begleitung durch Mitarbeiter wünscht ihr bei diesem täglichen 9.30 Uhr Termin? Soll protokolliert werden? Soll gestreamt werden? Nein, kein Protokoll, kein Stream. Ich bin mir gerade unsicher, ob es im Beschluss stand. Ich fände es gut, wenn die Pressestelle damit bei wäre. Weil das möglicherweise auch irgendwie relevante Dinge sind für die Pressestelle. Aber ich weiß, dass du das sowieso auf dem Schirm hast, aber ich wollte das einfach mal festhalten und dich herzlich damit einladen. Ich freue mich über die Nominierung, ich nehme die Wahl an. Sehr schön. Birgit, du hattest dich zu Wort gemeldet. Egal. Okay, das war die Wortmeldung von Birgit, egal. Dann haben wir keine Wortmeldung mehr zu dem Tagesordnungspunkt. Doch. Lukas. Ja, ja. Richtig, Moni, du hast recht, das musst du wissen. Klar, völlig klar. Aber Lukas hatte sich bereit erklärt, das zunächst einmal jetzt einzustielen. Tagesordnungspunkt 8, Sonstiges, Themenmumble Donnerstag. Moni, bitteschön. Das Thema hatten wir schon mal am Anfang, jetzt noch einmal wie hingewiesen. Ja, am Donnerstag ist wieder Themenmumble. Irgendwie ist das so ein bisschen aus der Spur geraten und ich stelle halt auch fest, dass ich auch auf Nachfrage häufig irgendwie keine Antwort kriege. Die Frage 1 ist einfach, hat irgendjemand was für Donnerstag, was von Interesse wäre? Gestern in der Referentenrunde haben wir relativ lange über das Thema auch Familie gesprochen, aber da ging es halt um den Streik der Erzieherinnen, da ging es halt darum, um diesen Widerspruch einerseits das Recht der Eltern, dass Kinder halt versorgt sind in der Zeit, dagegen aber auch das gute Recht von Erzieherinnen, sage ich mal, für mehr Lohn zu streiken, finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema zum Beispiel, das vielleicht auch nochmal
in der Mumble-Sitzung aufzugreifen. Für Alternativen bin ich sehr dankbar. Ansonsten weiß ich nicht, ob das Sinn macht, müssen wir nicht heute besprechen, aber ob das Sinn macht, das fortzuführen, wenn das, sage ich mal, so eine Veranstaltung ist, auf die im Grunde niemand so richtig Lust hat. Wer war zuerst? Ich glaube, Daniel, dann Olli. Ganz gut. Ja, spannendes Thema, wenngleich mich direkt schon, mir ist gerade direkt schon so ein Schauder über den Rücken gelaufen, was das Recht der Eltern an Betreuung dann angeht. Ich habe vielleicht auch das Recht, mit der Bahn zu fahren oder wie auch immer. Streik trifft halt irgendwie Menschen, egal. Ja, natürlich ein interessantes Thema für einen Themenmumble, würde ich sicherlich auch gerne machen oder mit Olaf zusammen oder Olaf oder ich, wer auch immer, ist mir im Prinzip egal, kriegen wir, glaube ich, beide sehr gut hin. Ich bin für diesen Donnerstag raus, ich habe Klausurtagung mit der Enquete-Kommission in Kevela, also das ist halt für diesen Donnerstag nicht möglich, also sei denn Olaf wird jetzt da. Ich sag mal direkt, das war einfach auch Zufall, weil wir gestern über mögliche Themen hier auch oder was vielleicht angesprochen haben und die Referentenrunde hatte halt dieses Thema aufgegriffen und hatte gesagt, das ist eigentlich, ne? Wäre ja auch ein passendes Thema, ist ja ist auch aktuell. Sehr aktuell. Im Prinzip genau das, was Daniel gerade schon gesagt hat. Ich finde das auch sehr gut. Wird normalerweise auch, wenn ich jetzt nicht Jugendlandtag hätte, sofort sagen, ja klar, mache ich am Donnerstag. Vielleicht für Donnerstag eine andere Idee. Wäre aber, ist jetzt erstmal fast schon unausgegoren. Es müsste dann hier laufen, dass man es eventuell mit den Leuten machen, die schon zum Jugendlandtag gingen und als Thema Beteiligung von Jugendlichen in der Politik nehmen. Und mit den Kids vom Jugendlandtag mit hier diskutieren über Mumble. Das müsste natürlich dann technisch abgesprochen sein. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil sich das da beißt, du ein Thema angeschnitten hast, was ich sofort machen würde, was ich auch gerne machen würde. Ist jetzt ein anderes Thema, aber ich bin jetzt über den Jugendlandtag darauf gekommen, dass man das nehmen könnte, wenn keiner ein anderes Thema hat. Könnte man die zwei Sachen miteinander verknüpfen. Davon natürlich abhängig gemacht, dass das technisch realisierbar ist. Olafs Vorschlag ist super und deshalb würde ich es mir gerne nehmen, aber wir haben ja gesagt, wenn es technisch realisierbar ist, wenn es nicht technisch realisierbar ist, ich habe jetzt kein Thema mir selber ausgedacht und möchte hier jetzt gerne eins reinbringen, aber ich weiß, dass gestern auch noch über Elektromobilität gesprochen wurde, da ist ja durchaus auch Hans-Jörg mit angesprochen, aber ich hätte am Donnerstagabend Zeit, da hinzukommen um 19 Uhr zum Thema Mumble und könnte das also tun. Ich würde dann jetzt sagen, als Fallback, ist ja auch Elektromobilität ist ein Thema, das kann man auch noch sonst mal besprechen, vielleicht als Fallback dafür, dass Olafs Idee nicht funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert mit Olafs Idee, dann könnten wir Elektromobilität machen und das müssen wir natürlich kurzfristig jetzt mal gucken. Und dann wäre das Familienthema dann vielleicht noch vor der Sommerpause unterzubringen, wobei das dann, wenn wir nicht in die Plenarwoche wollen, entweder in der Vorplenarwoche sein muss oder am 2. Juli, wo ja dann Sommerpause eigentlich schon ist, aber vielleicht ist ja dann noch jemand da. Das wäre jetzt noch mein Vorschlag. Dann jetzt Lukas und dann Daniel, es sei denn, Moni wollte noch dazwischen. Ich habe das jetzt, war dazwischen, ne? Also dann aber erst Lukas. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Es ist wenn ich das richtig sehe, Ingo guckt gerade, 20 Uhr ist Abendessen. Also ich glaube nicht, dass wir hier das ganze Programm crashen können, weil wir sagen, wir hätten so gern ein bisschen mit euch gemumbelt. Das wird nicht funktionieren. Okay, dann geht's nicht. Ne? Das ist auch, darf ich einmal, weil das direkt, dann können wir das fast dazu machen. Lukas, darf ich kurz? Danke. Also das wird erfahrungsgemäß tatsächlich einfach nicht funktionieren. Die sind auch dicht. Ne? Also der Terminplan ist dicht und die sind auch vom Kopf her irgendwann am Donnerstag einfach zu, weil das viel sein wird für die. Ich glaube nicht, dass wir da irgendjemandem Gefallen mit tun. Die Idee an sich finde ich aber ziemlich geil. Vielleicht können wir das nochmal irgendwie anders machen oder vielleicht an den 3 Tagen Jugendlandtag vielleicht ein paar rausfiltern, die auf sowas Bock hätten, dass wir das wirklich an einem separaten Termin mit denen machen. Weil die Idee finde ich großartig. Gut. Lukas, Olli. Also es muss ja rausgehen, genau. Also wäre schön, Olli, wenn du
Aber der Lukas hat ja vielleicht noch eine Idee. Ne, der hat er zurückgestellt. Ja, weil der Dietmar, der überspringt mich immer. Ich hätte potenziell auch noch zwei Themen. Das eine ist, ich könnte so ein bisschen darüber erzählen, über die nächste Aktion von uns zum Thema Cannabis, Legalisierung, Abgabe, an der wir gerade sitzen und mit Hochdruck im Hintergrund arbeiten. Darüber könnten wir ein bisschen sprechen, ich könnte die Aktion vorstellen. Oder halt auch über das Thema Bürgerdatennetze/Freifunk, weil da erwartet uns im nächsten Plenum ja auch hoffentlich etwas Erfreuliches. Insofern könnte man sich auch darüber unterhalten. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das Konzept dieses Themenmumbles ja war, durchaus kontroverse Themen zu wählen, um halt eben ins Diskutieren zu kommen und nicht dann halt mit den Zuschauern oder Zuhörern dort zu sagen, ja, das finden wir toll. Insofern könnte ich da halt irgendwie zwar Themen beisteuern, aber ich befürchte, das würde genauso enden. Unu. Also ich, um das jetzt mal so zu bewerten, aus meiner Sicht finde ich, also ich finde die Themen toll, aber das ist, wie du sagst, alle nicken. Ich glaube aber, dass Elektromobilität, abseits davon, ob man kontrovers diskutiert, sicherlich man auch erstmal etwas Wissen verbreiten kann, glaube ich. Ne? Also ich habe mir gerade überlegt, wenn ich Zeit habe, bin ich auf jeden Fall dabei, weil für mich ist das ein Thema, wo ich nicht sehr viel von weiß. Also ich glaube, da gibt es sicherlich auch die Chance, erstmal so den Stand der Dinge in der politischen Diskussion auch mal darzustellen. Oder sehe ich das falsch? Also das fände ich jetzt auch spannend, erstmal zu hören, wie weit sind wir da, was ist da in Planung von der Bundesregierung, von wem auch immer. Also das ist ja ein sehr komplexes Thema, was ich erstmal auch so von an sich sehr spannend fände. Zwischendurch hatte ich mal kurz gedacht, ob ich hier Laschet vorschlagen können, weil wir auch Themen nehmen wollten, die auf der Straße liegen und über die man einfach auf der Mailingliste und sowas viel diskutiert, die einfach zu nehmen und in das Mammel zu packen. Aber ich glaube damit, das ist eher doch ein Stammtischthema. Und außerdem machen wir im Forschungsausschuss da ja ganz viel Spaß. Elektromobilität, glaube ich, eignet sich sowohl, um so ein bisschen gemeinsam Sachen zu finden, als auch sehr kontrovers ein paar Details zu diskutieren, hier und dort ein paar Sachen reinzuwerfen, was man gelesen hat und außerdem natürlich zu gucken, was ist denn hier im Landtag passiert, was plant gerade die Bundesregierung, also so einen guten Mix zu haben, wo man tatsächlich so ein Mammel halt gut draus machen kann. Das ist wirklich gut. Also wir stimmen ja nicht darüber. Wir stimmen ja nicht darüber ab. Es ist nur nicht gerade irgendwie brandaktuell. Wir stimmen ja nicht darüber ab und ohne dass ich jetzt hier über jemand übergangen fühlen muss. Also Lukas in dem Falle wäre das, weil es kristallisiert sich aus meiner Sicht so ein bisschen heraus, dass Oliver das diesen Themenmammel an sich reißen will unbedingt. Vielleicht klärt ihr eventuelle Konflikte. Cannabiskonsum durch Elektromobilität. Vielleicht könnt ihr euch ja ein Tütchen dabei drehen oder so und dann kommt er dann in Friedenspfeife oder was. Ich denke, wendet euch bitte, klärt das bilateral, wendet euch dann an Moni, macht das mit dem Themenmumble klar. Beschlossen wird hier nichts. Moni, du bist versorgt. Super. Großartig. Kommen wir zu den nächsten Punkten unter Sonstiges. Ich erlaube mir an dieser Stelle einmal vorweg bestimmte Dinge anzusprechen und damit wir die abhaken können, weil wir die gestern auch in der Vorstandssitzung durchgesprochen haben und einige Dinge schon ohnehin klar waren. Also erstens, ich fange jetzt nicht mit dem Sommerfest an, weil da kommt schon direkt die erste Meldung. Gelöschte Anfragen, Open Antra, Thema haben wir erledigt, siehe Top 5. Wahlkreisbetreuung, Daniel, du meinst wahrscheinlich Münster. Das war ja deine Bitte, dass diese Wahlkreisbetreuungsgeschichte angesprochen wird. Würde unter anderem wohl auch Joachim betreffen? Lass mich das abkürzen. Ja? Da sind mehrere Beteiligte heute nicht okay. Da. Alles klar. Wir schieben wir. Ja. Oder auch das. Ich möchte, bevor wir dann wieder in die Welt labern, wer hier was will, ich möchte, dass ein Pad angelegt wird, dass diejenigen, die Änderungsbedarf haben, das schon mal da reinschreiben, dass wir im Vorfeld schon mal gucken können, wen betrifft das, dass wir das so ein bisschen vorbereiten können, die Diskussion, dass das nicht hier so bei Null startet. Ich finde ganz gut, wenn wir das jeder eben einträgt,
wenn er was loswerden will oder wenn er besonders Interesse an einem Wahlkreis hat. Ich glaube, es gab früher, ganz lange her, gab es mal so ein Pad. Ja, nicht? Willst und du das jetzt suchen oder machen wir neu? Ich wollte jemanden bitten, das vielleicht zu finden. okay, oder neu machen, alles klar. Guter Vorschlag, Moni, so wird es gemacht. Du machst das Pad, ne? Ja. Super, perfekt. Gamescom, wie nehmen wir daran teil? Da hatten wir bereits eine Mitteilung hier in Umlauf, dass wir aus dem Kreis der MDL eine antragsmäßige Begleitung benötigen für den Bereich Gamescom und den thematischen Bereich. Andernfalls wir keine Möglichkeit sehen, hier an der Gamescom in irgendeiner Form uns vor allen Dingen auch finanziell zu beteiligen. Oder durch sonstige Aktionen, jedenfalls nicht so wie letztes Jahr mal eben noch so hoppla hopp durchgeführt. Bisher liegen uns aber keine, oder sind uns gestern im Vorstand bei Rumfragen keine entsprechenden Antragsweisen oder sonstigen Initiativen im Umfeld der Gamescom bekannt geworden. Das ist der Stand gestern. Michel, bitteschön. Was gibt es denn noch an Material vom letzten Jahr? Ist da noch was da oder gibt es nichts mehr? Das weiß ich nicht. Ingo? Dem Merchandise-Bestand, für den ich verantwortlich bin, da ist logischerweise was da. Der Bestand der Merchandise-Artikel, die das Kampagnenteam seinerzeit für den Gamescom-Auftritt letztes Jahr produziert, habe ich keinen Überblick. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo die sind. Okay. Dann, wer wird das herausfinden, wo die sind? Der Michel findet das heraus. Gut, der Michel hat einen Kontakt und wird die Frage, die er gestellt hat, dann selbst ermitteln können und beantworten können. Wunderbar. Unterlagen Team S. Ja, bitte. Daniel. Meine Nachfrage hinsichtlich der Gamescom war ja insoweit auch gemeint, anders. Soweit ich weiß, gibt es ja aus der Partei Menschen, die sich um dieses Thema kümmern. Letztes Jahr, soweit meine Erinnerung da reicht, ist das Ganze dann halt sehr kurzfristig irgendwie hoppla hopp zustande gekommen, dass wir das Ganze noch irgendwie unterstützen. Meine Interpretation ist, wenn wir jetzt nicht das politisch begleiten in Form eines Antrags oder möglicherweise auch einer kleinen Anfrage oder was weiß ich nicht, meinetwegen auch nur ein Top im Ausschuss oder sowas, beschließen wir damit indirekt, dass wir uns also dieses Jahr nicht als Fraktion an der Gamescom beteiligen. Ich würde das dann nur gerne so festhalten, weil die Diskussion wird kommen, die Partei oder die Menschen, die sich in der Partei das Thema auf die Fahne geschrieben haben, werden halt erneut bei uns anfragen und dann wird irgendeiner, ich sag mal, dann doof dastehen und irgendwie absagen müssen oder sowas. Das können wir machen, ich habe mit dem Thema nicht viel zu tun. Ich will aber, dass wir sehen, was passiert. Also wenn wir nichts machen, dann machen wir halt auch keine Gamescom. Das ist zumindest meine Interpretation. Gut, Frank, dann Olaf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen soll, aber du hast das jetzt so ein bisschen geschwurbelt, weil die Fraktion macht Öffentlichkeitsarbeit über ihre Projekte, über ihre Tätigkeit. Das ist ihr gestattet. Dafür kann sie Geld geben und das kann sie bezahlen. Wenn wir jetzt im Moment aus, weiß ich nicht, Gründen oder so, keinen Antrag, kein Projekt im Bereich Gaming oder ich sag mal, in wo wir interessierte Menschen halt auf der Gamescom treffen könnten, in diesem Bereich nichts haben. Wir können natürlich Cannabis überlegen, weiß nicht, Kiffen, Game oder sowas vielleicht, aber ist nicht direkt naheliegend, aber möchte ich jetzt gar nicht darüber diskutieren. Aber konkret zum Thema Gaming oder im weitesten Sinne, wenn wir da nichts haben, würde das heißen, dass wir da als Fraktion nicht auftauchen. Partei ist natürlich eine völlig andere Geschichte, weil wir haben Parteiprogramm und so weiter, keine Frage. Aber Fraktion, unsere Arbeit, wenn wir in dem Bereich nichts haben, sind wir nicht da. Ich finde, das ist halt dann so. Abgesehen davon, dass es jedem MDL natürlich frei steht, sich dort persönlich einzubringen, ist jetzt der Olaf dran, dann der Michel und Jens. Gerne.
Ja, Entschuldigung, ganz kurz. Simone und ich arbeiten gerade an einem Gaming-Antrag. Ich hoffe, dass der bis dahin fertig ist, aber der Antrag ist in der Pipeline und wir sind schon mit Leuten von außerhalb der Partei verknüpft, die da auch mit dran arbeiten und so weiter. Es kann sein, dass der bis zur Gamescom fertig ist, aber er ist zumindest dann in so einem Stadium, dass man darüber reden kann. So. Ich bin dabei. Mein Vorschlag an dieser Stelle, danke Jens für diese wertvolle Information, mein Vorschlag an dieser Stelle, warte mal, wann ist die jetzt, die Gamescom? 6. bis 9.8. Angesichts dieses Umstands würde ich es begrüßen, wenn wir diesen Tagesordnungspunkt vielleicht noch einmal auch unter den Beteiligten ansprechen, auch zwischen denen, die da persönlich sich engagieren möchten. Gut, Michelle möchte noch was sagen dazu. Der Olaf möchte auch noch was sagen. Oh ja, jetzt reicht es ganz böse. 12:54 Uhr, wir reden über die Gamescom. Es wurde vorher, ganz offensichtlich hat vorher das niemanden interessiert, möchte ich nur einmal festhalten, sondern erst heute. Dankeschön. Olaf, dann Michelle. Also, genau die Sache mit dem hat interessiert oder nicht. Ich wäre jetzt sicherlich nicht der gewesen, der irgendwie da besonders was initiiert hätte und gesagt hätte. Allerdings finde ich hier so ein paar Aussagen, die hier sind, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Zum Beispiel die Sache, wenn wir keinen Antrag haben, können wir das nicht machen. Also, ich glaube, es wird kaum einer bezweifeln, dass das eine unserer Zielgruppen ist. Und bei einer Zielgruppe auch für seine allgemeine parlamentarische Arbeit Werbung zu machen. Ich muss da ja nicht den Antrag vorstellen, wir haben derzeit einen Antrag in der Pipeline und deswegen stehen wir hier, sondern allgemein und auch um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Was das Problem ist, ist einfach, man muss es sauber trennen. Das heißt, du kannst nicht zur gleichen Zeit Parteisachen verteilen und zur gleichen Zeit Sachen mit Fraktionsaufkleber drauf. Aber das muss man... Ja, das war aber letztes Mal so gemacht worden und ist auch okay. Dann ist es letztes Mal einfach überkorrekt gemacht worden, ist ja auch okay. Von daher, da sehe ich die Problematik nicht, dass wir jetzt unbedingt einen Antrag brauchen und den Entschluss, das jetzt zu beschließen, ob wir da hinfahren oder nicht, also ob wir da was machen oder nicht, finde ich von daher wichtig. Je früher, je mehr Vorlauf habe ich. Ansonsten wird es hinterher wieder eine Hauruck-Aktion. Wie gesagt, die ganzen Argumente, dass wir da nicht hingehen können, die ich bis jetzt gehört habe, überzeugen mich nicht. Und eine Entscheidung finde ich schon heute wichtig. Oder sage ich mal so, eine Entscheidung so früh wie möglich finde ich immer wichtig. Michel. Manchmal frage ich Sachen, ohne dass ich irgendeinen Hintergrund habe. Und manchmal frage ich auch Sachen, die irgendwie Sinn machen. Selten, aber okay. Wenn das Werbematerial vom letzten Mal noch da ist, wo es um Abkleben von Kameras ging, wo es um dein Spiel gehört dir ging und so weiter, dann sind das nach wie vor Werbematerialien, wo ich mich heute an eine Gamescom stellen könnte und könnte die verteilen. Ich sehe also gar kein Problem darin, dass wir mit unseren Materialien einfach dieses Jahr uns wieder auf die Gamescom stellen. Einziges Risiko ist, dass Leute sagen, habe ich schon vom letzten Jahr, geh weg. Selbst wenn wir keinen Antrag aktuell haben zu dem Thema, ist das Thema Medien, ist das Thema Gaming, ist das Thema Spieleindustrie bei uns präsent. Wir haben dazu Anträge gemacht und wir könnten jederzeit dazu auch einfach Material machen. Jetzt, wenn wir jetzt als Fraktion sagen, wir wollen das Thema nicht machen, weil wir aktuell nichts in der Pipeline haben, halte ich das für urgefährlich, weil das sind genau die Leute, die wir mit unserer Politik ja ansprechen wollen. Das ist eine unserer Hauptzielgruppen. Da geht es um Urheberrechte, da geht es um Privatsphäre und um Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so weiter. Das haben wir im letzten Jahr schon gehabt. Und dann bitte lasst uns sagen, entweder wir produzieren jetzt was Neues zu den Themen, damit wir auch neue Materialien haben, die Leute auch annehmen, oder vor allen Dingen auch, wir nehmen die Sachen vom letzten Mal, die irgendwo im Keller liegen oder wo auch immer. Ich finde es raus, wo die Sachen vom Campaigning-Team liegen. Und wir stellen uns wieder mit auf den Stand und wir stellen uns wieder mit auf die Messe und sagen hier, das sind die Themen der Piratenfraktion im Landtag und wir kämpfen da für eure Themen. Bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht hingehen und sagen, wir haben gerade nichts in der Pipeline und deswegen machen wir bei der Gamescom nicht mit. Das halte ich für unglaublich gefährlich. Daniel. Du hast dich, glaube ich, noch gemeldet. Dann ja. Wenn wir
keinen aktuellen Antrag haben, dann macht es das zumindest. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass wir uns als Fraktionen auf der Gamescom präsentieren, aber dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Ja, ich fände es schön, wenn wir schon was Aktuelles hätten. Sehr schön hätte ich gefunden, wenn wir es jetzt ins Plenum einbrächten, weil dann haben wir es tatsächlich noch vor der Gamescom sozusagen auch wirklich aktiv eingebracht und reden nicht über Dinge, die wir vielleicht mal machen wollen. Ich finde gut, dass Jens aber gerade die Info gegeben hat, dass die daran arbeiten. Dann hat man zumindest ja was, worauf man halt eben irgendwie referenzieren kann. Das Plenum jetzt im Juni ist halt das letzte, bevor die Gamescom halt eben startet. Also wenn wir einen konkreten Antrag einreichen wollen, dann müsste der halt Freitag oder allerspätestens Dienstag halt eben fertig sein. Das sieht nicht danach aus, dass wir das haben werden. Jetzt müssen wir im zweiten Schritt bewerten, wie wollen wir damit umgehen. Reichen uns halt die Aussicht auf einen Antrag und reichen uns die, ich nenne sie jetzt mal Querschnittsthemen wie Vorratsdatenspeicherung, Überwachung etc., um uns wirklich fach- und sachgerecht auf der Gamescom als Fraktion zu präsentieren. Ich glaube, dass also mit dieser Ergänzung, dass da ein umfassender Antrag in Aussicht ist, kann man das durchaus machen, sich auch als Fraktion da eben hinzustellen. Das geht nicht. So, ich habe eine weitere Wortmeldung von Grumpy, ich habe eine Wortmeldung von Toso und ich weise darauf hin, dass wir deutlich über das Zeitlimit des Tagesordnungspunkts Sonstiges hinaus sind. Wir haben noch einen nicht öffentlichen Teil, wir haben wichtige Punkte auch in diesem Themenbereich. Vielleicht sind auch die weiteren Tagesordnungspunkte bzw. unser sonstiges gefassten Aspekte, einzelne Aspekte, die es würdig sind, länger diskutiert zu werden. Das werden wir heute nicht schaffen. Jetzt bitte ich also darüber abzustimmen und das wäre dann quasi eine Abstimmung gegen die nicht öffentlichen Teile, die wir ursprünglich beschlossen haben, ob wir jetzt diesen Tagesordnungspunkt Sonstiges an dieser Stelle fortsetzen. Aber es gibt offenbar auch, was Gamescom angibt, so viele Ungereimtheiten und so viel Unausgesprochenes noch, sodass ich davon ausgehe, dass wir in der nächsten halben Stunde hier null zu Potte kommen werden. Null. Die einfache Entscheidung, das haben auch unterschiedliche kontroverse Wortmeldungen beispielsweise auch zuletzt von Daniel gezeigt, werden uns nicht weiter darüber helfen, einfach zu sagen, wir machen da jetzt was. So einfach wird es nämlich nicht gehen. Also, wie wollen wir mit dem Tagesordnungspunkt Sonstiges fortfahren? Setzen wir das jetzt hier fort? Diskutieren wir in dem Fall die Gamescom weiter oder beenden wir das jetzt hier? Wer ist dafür? Also alle. Ja, alle, die dann noch. Da den Gamescom-Antrag möchte jetzt nicht gemeldeten Wortmeldungen reinrechnen. Gut. Gut. Dankeschön, Daniel, dafür. Machen wir so. Wir haben den Toso noch als Wortmeldung. Und wer noch? Wer war da noch? Grumpy und dann Toso. Und dann bitte ich aber jetzt um Abstimmung darüber, ob wir dann nach diesen beiden Wortmeldungen diesen Tagesordnungspunkt verlassen, dass wir dann zum nicht öffentlichen Teil kommen können. Gesagt, Beitrag zurück. Zieh zurück, danke. Lass uns doch bitte da einfach eine Aktion machen. Völlig egal, ob wir einen Antrag haben oder nicht. Für wie wichtig haltet ihr denn diese Sendung, dass hier irgendein Antrag läuft? Das ist für die Leute, die Gamescom besuchen, ungefähr eine Nullaussage. Völlig uninteressant. Also lass uns bitte einfach eine Aktion machen, danke. Einfach so. Lass uns eine Aktion machen. Du setzt den Hut auf, Toso. Ja, ich weiß auch nicht, was das jetzt soll. Können wir bitte darüber abstimmen, ob wir jetzt die Diskussion hier weiter fortsetzen oder beenden? Der Toso hat offenbar seine Wortmeldung bereits gehabt. Bitte um Handzeichen für Fortsetzung. Keine, danke. Tagesordnungspunkt Sonstiges an dieser Stelle beendet. Ich danke nochmal Daniel dafür, dass er den verschiebt, die anderen Tagesordnungspunkte aufs nächste Mal. Kommen wir jetzt zum nicht öffentlichen Teil. Der nicht öffentliche Teil wird eröffnet durch...